Herzlich willkommen zum SRF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir steht die Frau, für die ein Hörspiel nicht lang genug sein kann, Susanne Jansson. Hallo. Hallo. Und das heutige Hörspiel. Das stimmt nicht übrigens. Es gibt Hörspiele, die ich als sehr, sehr lang empfinde, auch wenn sie gar nicht so lang sind. Macht es, also, du hast mich verstanden. Mhm. Gut. Das heutige Hörspiel ist sehr lang. Wie lange ist es denn? Aber das ist kein Problem. 3 Stunden. Aber Podcast-App, man kann auf Pause drücken, man kann später weiterhören. Eben das, und ich habe ja gehört, es gibt Leute, die 3 Stunden spazieren gehen. Und ich finde ja, das ist ein Hörspiel, das man für so einen 3-stündigen Spaziergang am besten alleine bei leicht einsetzender Dämmerung. Straßenlaternen, Gas. Ja, genau. Nebel. Oder auch durch den Wald. Doch, ich finde, das ist, also wenn man, ist es ein Gruselhörspiel? Ja, und dann könnte man das quasi auch in der Umgebung hören, die diesen Grusel, diesen leichten Schauer auf dem Rücken noch verstärkt. Ich glaube, man fühlt sich dann, danach fühlt man sich besser, wenn man wieder zu Hause ist. Braucht man auch keinen Kamin. Das auf jeden Fall, ja. Nach dem herbstlichen Spaziergang. Richtig. Das Hörspiel heute heißt Jack und ich. Ja. Geschrieben hat es Heinz Stalder. Und im Titel steckt eigentlich schon alles drin. Nämlich ich. Das ist der Heinz, nicht du. Und der Jack, das ist Jack the Ripper. Richtig. Hast du mal, also übersetz mir mal bitte Jack the Ripper auf Deutsch. Jakob, der Aufreißer. Der Aufreißer. Aber und daher abgeleitet, weil er seinen Opfern die aufgeschnitten Kehle hat. Ja, und dann vor allem auch und vor allem auch immer in der Leistengegend Schnitte zugefügt hat und auch in der Leistengegend. Ja, und Organe rausgenommen hat. Aber es wird ja auch so beschrieben, also Fleischstücken klebten an der Wand rechts und links über der Schulter des Opfers. Das finde ich immer so, hopp. Ein leichter Wurf, vielleicht bringt's Glück. Nein, Entschuldigung. Nein, aber man merkt schon, also im heutigen Hörspiel wird es auf jeden Fall, es gibt blutige Details. Ausführlich. Genau. Es ist wirklich ausführlich. Das ist eigentlich auch das Besondere an dem Hörspiel, eben Jack und ich. Der Heinz Stalder hat mal wirklich in London gewohnt, wo diese Whitechapel. Genau, in dem Quartier, wo die Morde stattgefunden haben. Und er hat eben eigentlich für die heutige Geschichte auch recherchiert bei Scotland Yard. Und zum Beispiel diese Beschreibung dieser Morde, die sind tatsächlich mehr oder weniger echt bis ins letzte Detail. Also es ist jetzt kein Schock um des Schocks willen, sondern da war wirklich die Realität so grausam. Und dieser Mörder. Der erste Serienmörder eigentlich, gell? Zu einer Zeit, als man Serienmörder noch gar nicht so benennen konnte. Das war, glaube ich, der Punkt. Er war nicht der erste Serienmörder, aber das war das erste Mal, dass man wirklich in den Medien groß darüber berichtet hat, weltweit. Und der wurde quasi durch den Medien als Serienmörder wahrgenommen. Das gab es davor so noch nicht. Es gab Serienmörder, aber noch nie als Medienphänomen, wie man das bis heute kennt. Eben, auch der Name, ne? Jack the Ripper, ist von den Medien. Nicht, die Polizei hat ihn nicht so genannt, oder? Nee, das ist aber so ein Gerücht. Ob das jetzt von den Medien erfunden wurde, um besser zu verkaufen oder nicht, man weiß nicht ganz. Es wird einmal, es gab ganz viele Briefe damals. Was für Briefe? Also wo Leute einerseits geschrieben haben, sie hätten Hinweise, aber auch Bekennerschreiben, wo denn fast alle gefälscht waren. Und es gibt bis heute quasi noch drei Briefe, die man als halb, wo es nicht ganz klar ist, ob sie gefälscht sind oder nicht. Und da in einem taucht ihm der Begriff Jack the Ripper auf. Er bezeichnet sich selber als Jack the Ripper. Aber man muss ja sagen, bis heute ist die Identität nicht eindeutig geklärt. Nicht geklärt. Und es wurden über? Also es wurden eigentlich 5 Morde, wo man ziemlich sicher ist, dass der Jack the Ripper die gemacht hat, verübt. Es gibt dann noch mehr, die quasi zeitlich oder lokal im Umfeld waren. Genau. Eben auch alles größtenteils Prostituierte, ne? Ja, alles, ja. Ja, alles. Ja, das war eben, das hört man, das ist eigentlich auch wirklich die Stärke des heutigen Hörspiels, genau dieses Umfeld wird eigentlich sehr klar gemacht. Also dass damals in diesem total überbevölkerten East End in London Frauen, gerade Prostituierte, umgebracht wurden, war soweit eigentlich auch nichts Besonderes. Es war ein Stück weit auch Alltag. Hier war quasi das Besondere, dass die wirklich verstümmelt wurden und eben die Organe rausgenommen, dass das eine Art Serienkiller war, der wirklich auch klar war, erkennbar als Muster und dann eben zu so einem Medium-Phänomen wurde. Du hast es jetzt gesagt, es ist ein Hörspiel von Heinz Stalder. Kannst du noch was zur Besonderheit des Hörspiels sagen? Wer spricht es? Das ist jetzt, ja, also spricht, ohne abzulesen. Er spricht Franziskus Abkotschborn. Die Musik hat Jonas C. Heffeli gemacht. Buschi Lügenbühl die Regie. Also eben das Besondere, ja. Es ist eben jetzt kein klassischer Krimi. Es geht jetzt nicht darum, wir erfahren jetzt nicht am Ende des Hörspiels, wer Jack the Ripper war, wer der Mörder war. Das wird nicht aufgeklärt. Es ist eigentlich mehr eine Art literarische Reportage, die wirklich diese Welt auferstehen lässt,
die das soziale Umfeld auferstehen lässt. Man erfährt auch wirklich, was das für Menschen waren, diese Prostituierten, die umgebracht wurden. Man erfährt viel über die Polizei, Polizeiarbeit damals. Ist was Besonderes. Ja, und vor allen Dingen der Franziskus Abgottsporn, der steigert sich ja über diese Stunden hinweg wirklich in ein Sprechtempo, in eine Haltung rein, die bewundernswert ist. Also es ist ein Rausch. Ja. Also ein gruseliges Zeit- und Sittengemälde aus dem 19. Jahrhundert. Genau, das ist quasi dann wie das Gegenstück zu unseren netten Sherlock Holmes-Stücken von letzter Woche, wo niemand umgebracht wird und alles sich so ein Wohlgefallen auflöst, genau zur selben Zeit quasi die Realität, wie die gerochen hat da in London im East End. Also dann wünschen wir euch jetzt schöne einsame Spaziergänge mit Jack the Ripper und Heinz Stalder. Wenn ihr das leider nicht am Stück hören könnt, dann schaut in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dort haben wir für euch die Zeiten markiert, wo quasi eine Folge oder wo man gut aussteigen und wieder einsteigen kann. Genau. Oder man kann auch einfach, können die Apps einfach pausieren und später wieder weiter. Das geht, genau. Das Programm Willkommen merkt sich das. Heute. Also viel Spaß jetzt bei Jack und ich. Jack und ich. Freitag war es, der 31. August und letztes Jahrhundert, 1888. Victoria regierte über große Teile der Welt und London war Zentrum. Der Moral, wo nur die eine galt, waren keine Grenzen gesetzt. Seit 51 Jahren herrschte die gleiche Frau, war Königin und Albert ihr Mann. George Cross, Träger auf dem Markt in Spitalfields, ging morgens um 20 vor 4 auf seinem Weg zur Arbeit durch die finstere, leere Bucks Row. Eine Gaslaterne. Weit weg am Ende der Straße warf eine Handvoll Licht aufs Pflaster, auf Lagerhäuser, auf die Tore zu den dazwischen stinkenden Ställen, in Nischen und Ecken. George Cross' Schritte waren das einzige dumpfe Geräusch. Nicht eine einzige Ratte war zu sehen, nichts Schattenwerfendes schob sich vor das schwache Licht am Ende der tristen, endlos öden Straße. Und dann lag da auf einmal ein Bündel im Dreck. Eine Persenning, dachte George Cross, und trat aus was immer für Gründen einen Schritt näher und sah das Bündel, das Häufchen Elend, war eine Frau. Lag da, auf dem Rücken, liegen gelassen im Dreck, die eine Hand über den Rinnstein zur Stalltüre gestreckt, der andere Arm im Pferdedung auf dem Pflaster. Eine schwarze Strohhaube lag neben dem Kopf, hochgeschoben ihr Rock, die Beine gespreizt. Vergewaltigt, dachte George Cross. Schweine, kastrieren sollte man sie. Allesamt brutale Zuhälter, von Morgen zu Morgen besoffen, womöglich Frau und Kinder zu Hause. Schnorrer, zu allem Anständigen nichts als zu faul. Und die Frau, der bedauernswerte Wurm, das Opfer, war nach schändlichem Besprung bewusstlos, stand unter Schock. Er, Frühaufsteher, harte Arbeit, ehrliche Haut, hatte den Teufel, den krankhaft geilen Unhold durch sein Näherkommen, durch seine Schritte, nur die Polizei war so spät nachts noch ohne Eile unterwegs. Erschreckt hatte er, George Cross, den schamlos seinen geifernden Trieb abreitenden Bock. Nichts
war zu hören. Die Vögel noch stumm in den Nestern. Hören hätte er die Schritte des fliehenden Wüstlings müssen. Oder war die Frau nach vollzogenem Akt vielleicht aus einem Wagen gekippt? Wo waren dann aber das Rattern und Holpern der Räder? Das hohle Trommeln beschlagener Hufe auf Stein? An Geister, auf flatternden Schößen segelnde gesichtslose Phantome, dachte einer wie er nach Mitternacht nicht mehr. Auf ihn warteten Körbe und Kisten, Flüche, Geschrei, Ellbogen. Wer nicht schnell genug war, dem blieb, wer weiß wann auch einen George Cross, dem blieb nur mehr der Weg zur Theke und von dort in die eigene Kotze. Die Schritte jetzt, deutlich und näher, von hinten, gehörten John Paul. Träger auch er. Und weiß Gott, kein Müßiggänger. »Schau sie dir an«, sagte George Cross. »Wahrscheinlich besoffen, missbraucht, geschlagen, knocked down. Ein armes, mit Schnaps und Sperma randvolles Schwein.« Was da lag und ein anderer wahrscheinlich nicht wusste, was anfangen damit, ging ihn, John Paul, nichts an, interessierte ihn nicht. »Nimm sie links, ich pack rechts. Einmal auf den Beinen macht sie sich, pass bloß auf ihre Nägel auf, bestimmt auf eigenen Füßen davon.« »Ohne mich«, sagte John Paul. Was er sah, ließ Schlimmstes befürchten, sollte aber dennoch und unbedingt näher kniend mit scheuen Fingern betrachtet werden. Er zog ihr den Rock über die Scham, die Schenkel und Knie. »Tot«, dachte er. Doch bevor er sich wieder erhob, war da ein Zucken vom Bauch her, ein Herzschlag, ein Hauch und ein Finger rührte sich auch. »Die Polizei«, dachten und sagten die Männer aus einem Mund. Sie machten sich zaghaft, »Schau du links, dann schau ich rechts, du nach vorne, ich nach hinten, ein Schatten da und einer dort durch die Bucks Row auf die Suche nach einem Mann, der am Tatort gesehen nichts zu befürchten hatte.« »Weg und fort und besser nichts gesehen.« Dass sie das Blut, das aus dem Schoß zwischen ihre Beine floss, nicht sahen. Wer sollte den Männern, die ihre Frauen Nacht für Nacht und lange bevor es morgen wurde, mehr oder weniger friedlich verließen, wer sollte ihnen ihre Scheu verarten? Weg und fort und besser nichts gesehen. Das Blut war, bevor im Osten und später auch in der Bucks Row, in Whitechapel, im düstern East End der Himmel heller wurde, nicht festzustellen. Wo tagsüber mehr Menschen als Ameisen in den Wäldern Ostangliens auf der Suche nach etwas zu beißen, zu schlucken und zu lieben waren. Wo abends bis weit hinein in die Nacht Kolonien von Frauen ihren Schoß verkauften. In billigsten, von saugendem, nagendem und stechendem Getier überbevölkerten Absteigen ihre Betten mit sappernden, in Fußschweißwolken nach Luft schnappenden, beim kleinsten Zeichen der schlaffender Männlichkeit den Schaden mit Fäusten und schwarzfaulen, zubeißenden Zähnen wettmachenden Männern teilten, wo gewaltsam zu Leichen gemachte Menschen, Tote, auch durch härteste Strafen, biblischste Worte und königlichste Entrüstungen nicht mehr lebendig zu machende, unbeseelte Körper waren. Da galt nur eins, weg und fort und besser nichts gesehen. Constable John Neal, Metropolitan Police, Dienstnummer 97J, ungerne, aber trotzdem allein unterwegs in seinem Revier Whitechapel. Whitechapel verrufen, von den Leuten jenseits des Tower längst abgeschrieben. Constable John Neal, unterwegs in seinem Revier, fand die geschändete Frau in der Bucks Row, wo er knapp eine halbe Stunde zuvor auf seiner Runde schon einmal vorbeigekommen war. 12 Minuten genügten, ging er zügig voran, um wieder auf der Wache zurück zu sein.
Nachts jedoch, wenn nur mehr vereinzelt ein Kind aufschrie, eine Frau, ein Mann, schritt er langsamer voran. Öfter drehte er sich um, leuchtete da in eine Ecke, glaubte dort ein Kratzen, ein Räuspern, ein Stöhnen, einen Lustschrei, den Hilferuf gewaltsam geschlossener Lippen zu hören. Unter manch einer Treppe schliefen schamlos ermattete Paare, umschlungen die einen, in Abwehrstellung die anderen. Kinder hatten dem Gerangel zugesehen und wälzten sich in entsprechenden Träumen. Ratten hier, und die meisten Menschen hatten 1000 Missetaten zu verbergen. Bestimmt auch die Frau. Auch eine von denen, die nach kurzer Lust im Dreck zurück und liegen gelassen, ihre Angst bereits auf den nächsten, wohl kaum anders beschaffenen Mann übertrug. Huren, dachte der Konstabler. Und mehr noch grauste ihm vor ihren Freiern. Dann fiel das Licht auf ihren Kopf. Auf den Kopf einer Hure. Säuferinnen waren sie obendrein alle. Nicht hinschauen ersparte einem Mann wie Konstabler John Neal die tagtägliche Abneigung gegen diesen seinen Job. Jetzt aber packte ihn Entsetzen. Ihn, dem abgestumpft durch das nachtnächtliche Elend jedes Mitleid längst abhanden gekommen war. Übrigens, bei Tageslicht war das East End diese erste Zuflucht all jener, die sich vom großen London, dem Mittelpunkt der Welt, noch jene Hoffnung machten, die denn endgültig in den zu Bordellen gewordenen Übernachtungshäusern gestrandeten, in gebrochenem zum Hals raushing. Dieses East End, John Neals Revier, war bei Tageslicht betrachtet kein Deut besser. Die Kehle aufgeschlitzt, Blut sickerte aus einem hässlich von Ohr zu Ohr klaffenden Schnitt. Die Luftröhre vom Schlund getrennt, der Kopf nach hinten gekippt, hing an jenem berühmten Faden, der hier schon gar nicht erst durchschnitten werden musste. Die Halswirbel bloßgelegt. Da musste einer, dachte sich Konstabler John Neal, da musste einer am Werk gewesen sein, der das Handwerk verstand. Bloß welches, schoss es ihm durch den Kopf. Eine Frau ist kein Ochse, kein Schaf und hier bei den vielen Juden schon gar kein Schwein. Ihre Augen starrten, als hätten sie, bevor sie erloschen, den Teufel ohne den geringsten menschlichen Zug von Angesicht zu Angesicht und leibhaftig gesehen. Entsetzt starrten ihre Augen in John Neals Gesicht. Blutdurchtränkt klebte ihr Kleid an den Knien. Die Hände waren noch warm, die Arme von den Ellbogen an aufwärts erkaltet. Ein zweiter Konstabler, angelockt vom Hin und Her und Auf und Ab des flackernden Lichts, betrat halb neugierig, halb ängstlich den schaurigen Ort, und John Neal schickte den Kollegen nach einem Arzt. Gleich um die Ecke, wusste er, übte ein Doktor seinen wenig erfolgreichen Kampf gegen Unterernährung, Schwindsucht, Trunksucht, Tripper und Syphilis aus. Ein Abdecker für menschliche Wracks. Ein Mann, der Polizei in Sachen kaum mehr Menschlichem an Erfahrung mehrere Nasenlängen voraus. Nach knapp einer Viertelstunde schüttelte Dr. Llewellyn vor der verstümmelten Frau auch nur mehr den Kopf. Im Schein mehrerer Polizistenlaternen und unter den neugierigen Blicken dreier Männer aus einem nahen Schlachthaus fand eine erste Bestandesaufnahme statt. Auf der rechten Halsseite, gute 2 Finger breit, unterhalb der Kinnlade und unmittelbar beim Ohr, ein klaffender, mit einem Rasiermesser scharfen Messer getätigter, 10 cm langer Schnitt. Auf der gleichen Seite, bloß 2 Finger tiefer und von der entgegengesetzten Seite beginnend, ein zweiter, nicht minder präziser, mit Sorgfalt ausgeführter Schnitt bis hinüber, etwas mehr als 2 Finger breit, unter die rechte Kinnlade. Dieser zweite Schnitt, ungefähr 20 cm lang,
riss den Hals bis zum Nackenwirbel auf. Die Arterien entzweigeschnitten. Ein Wunder, dass nicht mehr Blut auf das Pflaster geronnen war. Das meiste Blut war, als die Polizisten das Opfer auf eine Bahre hoben, von der Kehle über die Brust zur Taille geflossen. Es war von den Kleidern aufgesogen worden. Trotz ihrer schmächtigen Gestalt und massiven Blutverlust waren ihre Beine immer noch warm. Der Arzt schätzte, der Tod sei nicht früher als vor einer halben Stunde eingetreten. Dr. Llewellyn hieß die Polizisten, die Frau in die Leichenhalle eines um die Ecke liegenden Armenhauses tragen. Es gab da draußen in Whitechapel keine andere, zumindest keine offizielle Gelegenheit, einen suspekten Toten, Frau oder Mann, einer genaueren Examination zu unterziehen. Ein Kessel Wasser wurde bei Sonnenaufgang von einem Anwohner ohne Kenntnis der Sachlage über das Blut hinaus auf die Straße gegossen und die Lache floss ab. Bei Tageslicht war nur mehr wenig zu sehen. Ein kaum wahrnehmbares rotes Geschmier zwischen den Pflastersteinen ließ erahnen, dass hier, draußen in Londons East End, in der Bucks Row, im verrufenen Whitechapel, das erste Opfer Jack the Rippers gelegen haben musste. Mehr nicht. Jack und ich. Ein 1200 und noch ein paar Frauen mehr boten draußen im East End, von Whitehall und Buckingham weit weg, weit hinter dem Tower und jenseits allen viktorianischen Klassenbewusstseins, ihre Körper zum Verkauf und zur Zerstörung an. Eine weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Mord und Totschlag. Nichts als Alltäglichkeiten auf der knappen Quadratmeile zwischen Brick Lane und Mile End, draußen in Whitechapel, wo über die breite Straße das Heu für die Pferde im Westen angekarrt und das Vieh zu den Schlachtbänken getrieben wurde. In 62 nachgewiesenen und unzähligen, kaum mehr diesem Namen gerecht werdenden Bordellen fand auch der noch Befriedigung, der selber nicht mehr als die Frau, die er kaufte, besaß. Eine weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Wer aber war die Frau, die da lag, wie dem Kadaverschlepper, dem Bummery, dem letzten, verachtetsten, von allen ehrlichen Trägern gemiedenen, im Schlachthaus vom Haken gefallen, im Kot und Blut der Schlachtbank liegen gelassen, den Ratten zum Fraß? Wer war die Frau, der unter der Aufsicht eines sichtlich angewiderten Konstablers zwecks Beschauung der Leiche die Kleider vom Leib gezogen werden mussten? Macht schon, sie beißt nicht mehr und bezahlt wird für einmal für ihre Haut, für ihre nackte Brust und nicht für ihre kranke Scham. Macht schon und geifert nicht. Zwei alte, fleckige Haut, halbblind und zahnlos, wissen nicht, wohin mit ihren gichtigen Fingern. Ein braunroter Überzieher, kratzender Stoff und steif vor Schmutz. Ein abgeschabter, brauner Rock. Schwarze, grobwollene Strümpfe. Zwei Unterröcke. Grauer Flanell der eine, Wollen der andere. Unappetitlich beide. Um den Unterleib auch bloßzulegen, müssen die Taillenbänder zerschnitten, die Stützen aus Fischbein auseinandergerissen werden. Aufgeschlitzt, dem offenen, ausgebluteten, von Borsten blank geschabten Hals einer geschlachteten Sau ähnlicher als allen lieb, nun auch der Bauch. Von links nach rechts, den Eingeweiden gefährlich nah, ein breiter, klaffender Schnitt.
Verstümmelung, wohin sie sahen, die Männer, denen der Tod, weiß Gott schon, des Öftern mit heraushängender Zunge, durchschnittener Kehle, zerstochenem Herzen und eingeschlagenem Schädel über den Weg gebaumelt, gelegen, gestreckt und gestolpert gekommen war. »40, höchstens 50«, sagt Dr. Llewellyn. Quetschungen an der Kinnlade, Daumenabdrücke links, Fingermale rechts, der Körper kreuz und quer mit einem mindestens 8 Zoll langen Schuhmacher- oder Korkschneidemesser zwischen Magen und Becken aufs Schlimmste malträtiert, das Bauchfell hin. Der Täter höchstwahrscheinlich ein Linkshänder. Ein Kamm, ein weißes Spitzentaschentuch, ein zerbrochener Spiegel, mehr nicht. Kein Geld, kein Hinweis auf irgendeine Identität. Am Mieder des flanellenen Unterrocks das Zeichen Armenhaus Lambeth. Aha. Eine weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Alle waren sie Armenhäuslerinnen. Und die Kleider wechselten die Frauen wie diese die Betten. Gefunden, gestohlen, gekauft. Hier ein Unterrock und dort ein Hemd. Einmal, und wenn auch bloß um die Schläge, wenn die Leidenschaft nicht reichte, zu verhindern, mit dem Mann über sich beschäftigt, wurden rundum die schmutzigen Finger lang. Hier ein Strumpf und dort ein Hut. Wer trotz Schorf, Flechten und verkrusteten Wunden im Gewerbe bestehen wollte, war auf einen Spiegel angewiesen. Und wer einen Spiegel besaß, der schlief mit diesem von allen heiß begehrten Utensil. Auch in der Troll Street, drüben in Spitalfields. Übel das Haus. Verkommen die Bewohner. Verlaust und überbelegt, was den Namen Bett kaum mehr verdient. Doch die Beschreibung könnte schon stimmen, Polly. Doch das könnte schon Polly sein. Nicht schlecht, nicht böse und gefährlich schon gar nicht erst. Aber sauber? Nein. 6 Wochen lang hatte sie hier ein Bett mit einer anderen Frau und wechselnden Männern geteilt. Nein, die letzten 10 Tage hat sie nicht mehr hier verbracht, auch die Nächte nicht. Ihre Nächte, ja, ein einziges heulendes Elend, ihre Nächte. Wahrscheinlich, wen wundert es, verlor sie den Tritt vollends. Doch sie wurde am Abend vor der Nacht ihres scheußlichen Todes, ein paar Stunden vor der buchstäblichen Ab- und Ausschlachtung ihres Körpers, noch ein paar Mal gesehen. Im Frying Pan, einem Public House der traurigsten Art, citywärts in der Brick Lane, hatte sie beim Zusammenklauben ihres letzten Geldes für den letzten Brandy ein letztes Mal gelacht und dabei ihre immensen Zahnlücken gezeigt. Betrunken und ohne einen Penny verließ sie den Pub. Keine Angst, sagte sie auch denen, die es nicht wissen wollten. Keine Angst, für ein Bett steht schon noch irgend so ein Scheißkerl gerade. »37« war sie und 5 Schneidezähne fehlten ihr. Die Absätze ihrer ausgetretenen Stiefel waren mit Eisen beschlagen. 3 Mal, bevor sie sich im Frying Pan endgültig verabschiedete, hatte sie sich das Geld für ein geteiltes Bett erwirtschaftet. 3 Mal vertrank sie es. Durch die Whitechapel Road wankte sie davon, singend, wie eine ebenso leidgeprüfte Berufs- und Weggefährtin gehört haben will. Singend von Männern und Blumen, vom Tod, vom Seidelbast auf ihrem Grab. Fluchend auch, gotteslästerlich in der dunklen Straße morgens 3:45. Eine weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Es gab draußen in Whitechapel, weit hinter Whitehall, Buckingham und jenseits von Tower und viktorianischem Kodex ausschließlich einschlägige Örtlichkeiten. Als Mary Ann Nichols wurde sie nach mühseligem Nachfragen in einem dieser einschlägigen Lodginghouses schließlich identifiziert.
Polly, nannten sie sie. Alle. Und wenn sie sang, weinten sie mit. Keine kannte traurigere Lieder als sie. Und dann zeigte sie, was hinter ihren, weiß der Teufel, hatte sie immer noch Lippen zum Verlieben, was da oberhalb und unter ihrer spitzen Zunge an Zähnen noch übrig geblieben war. Und alle lachten sie mit. Keine konnte mehr Lacher auf ihre Seite bringen als Polly. In der Shoe Lane, quer zur Fleet Street, war sie im August 1851 in einer durch und durch anständigen Umgebung zur Welt gekommen. Ihr Vater, Edward Walker, war Schmied. Und noch war sie nicht 12 Jahre alt, wurde sie in der Kirche von St. Bride's mit dem Fleet Street-Drucker William Nichols ohne großes Federlesen vermählt. 6 Jahre hielt Mary Ann die Regelmäßigkeiten einer Arbeiterehe, ihren Mann und sein in die Unterhosen gestopftes Hemd, die Schäbigkeiten der täglichen Wasserschlepperei, die Gehässigkeiten anderer, nicht minder vom Kind zur Mutter gewordener, kaum entbunden, schon wieder schwangerer, Hinterhof, Treppenhaus, Waschhütten und Krämerladen-Rivalinnen aus. Dabei roch William Nichols nachweisbar bedeutend weniger nach Druckerschwärze als andere Männer nach Bier und Schnaps, dem sie und den Orten, wo es ihn zu kaufen gab, mit permanent dickem Bauch und müdem Rücken mehr und mehr verfiel. Des öfter nicht mehr nach Hause fand und in fremden Betten sich als Polly an Dingen erfreute, die ihr mit William Nichols schon sehr bald keinen Spaß mehr machten. Trotzdem gebar sie ihrem Mann 5 Kinder. Und mit jedem blieb ein letzter Rest Respekt vor dem und denen im Kindbett liegen, die sie, wie sie schon damals so schön zu singen wusste, um die Jugend, die Keuschheit, das Glück und die Ehre betrogen und schließlich ins Armenhaus, ins Public House, auf die Straße und zu den Hurenböcken getrieben hatten. William Nichols trennte sich mehrmals von ihr, gab vor, ihrer wohl angeborenen Lasterhaftigkeit nichts entgegenstellen zu können, wusch seine schwarzen Druckerhände selbst nach 5 Kindern noch in Unschuld. Aber sie kam immer wieder, teils als Mutter und stets reuig, aus- und abgebrannt, verdreckt, aber mit 1000 Versprechen, nie mehr bloß Polly zu sein. Zumindest bis zum nächsten Mal, wenn Nichols sie beim kleinsten Augenzwinkern zu einem anderen, auch nicht mehr nüchternen Mann eine läufige Hündin nannte. 5 Schilling versprach er ihr die Woche, verbot ihr Kinder, Haus und Bett. Da stand sie nun wieder vor dem Armenhaus, endgültig diesmal. Und welche Straße sie auch einschlagen würde, Straße blieb Straße. Polly blieb Polly. Hure blieb Hure. Eine weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Niemand wehrte sich Nichols gegen das Ansinnen der sich noch ein bisschen für Polly einsetzenden Behörde. Niemand werde ihn zwingen, einer Hure, einer durch und durch versoffenen und ohne jede Spur von Ehre in ihrem öffentlichen Bauch das Leben zu versilbern. Blieb ihr, dem vom Häufchen zum Haufen gewordenen Elend, wenn sie, wie eine halb ersäufte, mit dem Dreck ihrer Existenz beschwerte Katze der Themse, ohne jemals ernsthaft nass geworden zu sein, entstieg, blieb ihr, dem zum Haufen gewordenen Elend, einzig der Vater. Alt geworden, ein Schmied ohne Amboss, die Esse erloschen, in den Hämmern kein Stiel, war mit ihm noch weniger zu rechnen als damals. 12 war ich, verstehst du, Rabenvater, du, 12, als du mich verkauftest. Edmonton,
City of London, Holborn und immer wieder Lambeth. Große Namen für himmeltraurige Häuser hoffnungslos gestrandeter. Links und rechts die gleichen Gesichter. Zahnlos die Mäuler, die Augen ermattet, die Betten längst Särge, die Leiber unbrauchbar und dennoch Nacht für Nacht in fremden, schmutzigen, als Fäuste zuschlagenden Händen. Die Sprache unter stinkenden Haufen obszöner, Gott und die Frauen zu Geschlechtsteilen, Exkrementen und einsilbigen Scheußlichkeiten erniedrigender Flüche erstickt. Die Hoffnung in allmorgendlich frischer Kotze ertränkt. Eine weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Pollys einziger Versuch, dem Desaster, den Ratten, dem Schorf, gespucktem Blut und wucherndem Eiter zu entkommen, in einem bürgerlichen Haus den Wohlstandsstaub zu wischen und sich von sauberen, mit geschnittenen Nägeln anständigen Fingern unter den Rock greifen zu lassen, scheiterte an ein paar Kleidern, die ihr nicht gehörten und dennoch gefielen. Huren im Armenhaus, ja, Diebinnen, nein. Einmal lange Finger, immer lange Finger. Soll sie sie endgültig in gewölbte Männerhosen stecken. Raus auf die Straße mit ihr. Aber dann gleich umbringen. Bei ihr lohnte sich's auf jeden Fall nicht. Grundlos das Verbrechen. Ihr Verdienst, ganz zu schweigen von dem zu Trinks gemachten Hurenlohn, lockte kein Messer aus der Scheide. Selbst der erfolgloseste Zuhälter drehte sich nicht mehr nach ihr um. Was ein Pimp war, strafte zudem anders. Zwei in Sachen Schutzgeld unpünktlichen Frauen wurde das Gesicht blutig geschlagen, wurden die Ohren abgeschnitten und ein Gegenstand so brutal zwischen die Beine gerammt, dass das Becken brach. Ein paar Tage später war die Bauchfellentzündung tödlich. Aufschlitzen dagegen, schlachten, metzeln? Nie. Selbst dann nicht, wenn in den einschlägigen Kreisen die Regel galt, ab und zu sei eine Strafe mit Todesfolgen dem Geschäft ganz und gar nicht abträglich. Ein Zuhälter ist kein Ripper. Eine weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Lautlos wurde Polly niedergemacht und am Tatort kaltschnäuzig liegen gelassen. Kein Schrei, nichts. Mr. Green, unter dessen Fenster Polly zu Tode kam, war ein wacher Schläfer. Und Mrs. Perkis, der der Todesschrei ebenfalls hätte zu Ohren kommen sollen, war um die Tatzeit wie immer beim Frühstück. Keiner der Männer, Frühaufsteher, Spätheimkehrer, Träger, Polizisten, niemand hatte den Täter gehört, geschweige denn gesehen. Blutbesudelt, wie das Scheusal zweifelsohne gewesen sein musste. Zwar, es gab in Whitechapel nicht bloß das eine Schlachthaus. Und keiner drehte sich um, wenn einer das Blut erst zu Hause von den Händen wusch. Und die Kleider trieften ohnehin. Es musste, tröstete sich die Polizei, der Mörder ein leichtes gewesen sein, aus der morgendlichen Augustdämmerung in den Marktverkehr unterzutauchen, der Whitechapel tagtäglich mit Menschen, Tieren und Waren in ein undurchdringliches Wirrwarr verwandelte. Und hätte die Polizei das Viertel, das ganze nur noch sündige East End, wie einen schmutzigen Handschuh gedreht, es wäre eine Innenseite dem Dreck der Außenseite identisch zum Vorschein gekommen. Nein, wir nicht. Keiner von uns hätte Polly Nichols umgebracht. Wir nicht. Das East End hatte seinen Kitt. Blieb da noch Jack Pizer. Lederschurz nannten sie ihn. Und war bekannt für seine Art, mit Huren umzuspringen. Ein Widerling. Ohne Respekt für die Frauen, die eher kaum hatten sie seine perversen Triebe gestillt, zu hassen und malträtieren begann. Auch im East End hatte er seine Spuren hinterlassen. Dennoch, Pizer war ein Feigling, kein Mörder.
Und die Frauen, die er schlug, brauchte er immer wieder bitter nötig. Zudem war London groß und der Lederschurz versteckte sich gut. Eine weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Erst als 8 Tage nach Polly, unweit einer zweiten Leiche, ein Fetzen Leder, die Aufmerksamkeit der ratlosen Polizei erregte, kam Jack Peiser wieder ins Gespräch. 2 weniger und jeden Tag ein Dutzend mehr. Jack und ich. Samstag war es, der 8. September und letztes Jahrhundert, 1888. Victoria regierte über große Teile der Welt und London war Zentrum. Der Moral, wo nur die eine galt, waren keine Grenzen gesetzt. Draußen in East End, in der sündigen Quadratmeile von Whitechapel, Stepney und Bethnal Green feierten die Armut, das Elend, die Prostitution und das Verbrechen ein Schlachtfest nach dem anderen. Spaß, Spaß, als ob es ihnen Spaß gemacht hätte, den Heiligen, die in der Christchurch with all the saints für die nächste Ewigkeit die Verehrung der trotzdem Lebenden gefunden hatten. Weit unter dem von Victoria und ihrem Albert gesetzten Limit lebten sie, die Elenden, denen die Heiligen einzig im Jenseits mehr zu versprechen hatten, als das East End ihnen in den überbelegten Häusern je zu bieten vermochte. Gelächter draußen im Park, auch zwischen den Gräbern. Doch, die unter freiem Himmel Begrabenen verhehlten ihre Schadenfreude nicht minder als die unter dem spitzen Turm und liegenden Platten ruhenden Wohltäter außer Dienst. Nacht für Nacht im Itchy Park das große Kratzen. Wer kein Bett unter Dach mehr fand, rieb sich die Krätze, den Schorf, die eitrigen Beulen und legte unter brüchigen Fingernägeln einen Vorrat an. Bei zunehmendem Mond mit den Fingern von unten nach oben bis zum Neumond abwärts mit den Daumen. Und keiner besang den Mond über dem East End. Soho, Soho, da schon, wo das Messer zum Kult, der Mord ein Unterweltsdelikt geworden war. In Soho, ja, da schon. Und dann, kurz nach 6 Uhr morgens, die Wunden geleckt, der noch feuchte Tag hatte den schlimmsten Durst bereits gelöscht. Ein Aufschrei aus der Hanbury Street. Kein Steinwurf entfernt, vor einem Haus wie 100 andere, für Weber des Stadtteils gebaut. Und dann auf einmal, wie die Handwerker es sahen, durch die mechanischen, dampfbetriebenen Stühle rigoros und endgültig zwecklos geworden. Zu billigsten Pensionen, nicht bloß für gestrandete Existenzen verkommen. Und dann, kurz nach 6 Uhr morgens, in der Hanbury Street, die zweite Leiche, das nächste Opfer. Und wieder der Messermann, der Schlechter, der chirurgisch exakte Blutberauschte vom gewöhnlichen Mörder so grundverschiedene Mörder. Mord, Mord, Mord. Siebzehn Menschen schliefen im Haus Nummer 29. Im Erdgeschoss eine tüchtige Frau, handelte mit Katzenfutter, litt an einem nichtsnutzigen Sohn. Unterm Dach 5 ständig und lauthals zerstrittene Menschen. Dazwischen Zimmer für Zimmer absteigen. Offene Treppen, jedermann, jedermanns Pförtner. Toilette auf dem Gang, der Wasserhahn
im Hof. Haustiere nicht verboten. Der Hof, eine öffentliche Angelegenheit. Den käuflichen Frauen aus der Nachbarschaft und ihren Gelegenheitskunden für eine schnelle Abfertigung der wenig erotischen Geschäfte bestens bekannt. John Davis. Seine Mutter betrieb im ersten Stock eine kleine Werkstatt zur Herstellung von allerlei Verpackungskisten. John Davis gab, wenn auch erst später, gegenüber dem Untersuchungsbeamten für nicht eindeutig geklärte und dennoch vorerst natürliche Todesfälle zu Protokoll. In der Nacht zögerten die Huren nicht im geringsten, falls der Hof bereits anderweitig belegt, in den ersten Stock vorzudringen und sich für ihre Lustschreie, ach was, die tun bloß, als ob sie etwas dabei empfänden, kenne ich doch. Auf der Fußmatte vor meiner Tür lassen sie sich, damit das Mannstier eher kommt, für ihr Gestöhne bezahlen. Zum letzten Mal lebendig. Halblebendig, wie sich noch herausstellen sollte, wurde die Tote von Hanbury 29 um 5:30 gesehen. Unchristlich früh. Und keiner der Heiligen unten in der Kirche, Ecke Commercial und Brushfield Street, was marching on. Die Frau eines Parkwächters ging mit ihrer Beobachtung ein in die polizeilichen Annalen der nach Osten verarmenden Stadt. Zeitige Menschen waren schon immer sparsam veranlagte Menschen. Und wer zuerst kam, erfreute immer wieder die Frau oder den Mann hinter der Ware. Dem ersten Kunden ein Pfund dazu und 2 Äpfel gratis. An jenem frühen Morgen hingegen, am 8. September 1888, feilschte ein Mann um eine dieser mit gespreizten Beinen dem Mann zu Diensten liegenden Kreaturen. Ein Tor war da, eine Passage, ein Durchgang zum Hof und 5:30, exakt, weil die Uhr des Braumeisters, meine Herren, 5:30 sie und 5 war's zu Hause gewesen, exakt beim 5. Schlag den letzten Knopf am Mieder zugemacht. Eindeutig erkannte die Parkwächtersfrau in der Leiche die Frau, die mit dem Rücken zum Fenstersims vor dem nach Befriedigung heischenden Mann gestanden hatte. Der Mann, ein dunkler Typ, wahrscheinlich ein Fremder. Es gibt hier fast nur mehr Fremde, um die 40, schäbig gewordene Erscheinung, mit auch schon besseren Tagen. Auf jeden Fall Zylinder auf dem Kopf, aber nicht schwarz, bestimmt nicht schwarz, braun, ja. Sein Gesicht? Wie denn, wenn einer dir den Rücken dreht? Willst du, hatte der Mann ultimativ und gehässig gefragt, und sie, nach einigem Zögern und mit abgedrehtem Gesicht, antwortete ja. Beschwören würde sie den Dialog. Hingegen hatte sie, anständig wie sie nun mal war und frühe Marktgängerinnen zweifelsfrei sind, sich nach der widerlichen Alltäglichkeit nicht umgedreht. Um 5:30, meine Herren, viel los um 5:30. 1000 Räder, Geratter, Geschrei. Keiner schaut sich um beim Hin und Her und nein, schlussendlich dann doch ja zum Hurenlohn. Wo sie's tun, weiß jeder, auch jedes Kind. Ja, überall. Vor dir, hinter dir und nebenan. Ein Untermieter, Herkunft unbekannt, fand erst eine halbe Stunde später, kurz nach 6 Uhr morgens also, die noch schlimmer als Polly Nichols zugerichtete Leiche der Frau. Erhöhte Passage, 3 Steinstufen über der Straße. Links eine Nische, rechts ein hölzernes Gatter. Die Frau lag parallel zu den Latten. Als sie mit dem Freier den Hof betrat und vor dem morgendlichen Verkehr das Tor halbwegs hinter sich schloss, muss er sie sogleich gepackt und, wie der Leichenbeschauer meinte, mit einem Kuss den Tod eingeläutet haben. Ein Judas. Am Kinn gepackt, die kräftig langen Finger an der Gurgel, ein geübter, jeden Schrei bereits im Keim erstickender Griff. Lautlos vom Leben in den Tod.
nicht die geringste Spur eines mit Tritten und Stürzen geführten Kampfes. Wer bezahlt, darf auch mal würgen. Nekrophile waren in den einschlägigen Kreisen östlich vom Tower weder Ärzten, Polizisten noch käuflichen Damen und ihren Beschützern bekannt. Wer zu Beginn seiner Lust das Bedürfnis zu würgen verspürte, entlud sich darauf schneller. So aber erneut ein Monster am Werk. Die Kleider nicht zerrissen, gezielt getötet, rücklings auf den Boden gelegt. Die Latten des Gatters mochte der Mörder, als er sich das Opfer für seine Scheußlichkeiten zurechtlegte, als Stützen bewusst eingesetzt haben. Den Hals mit gezielten Schnitten zweimal klaffend tief aufgeschlitzt und mit der Verstümmelung des Leibes begonnen. Ganz aus dem Nichts, wie anfänglich gedacht, kam der Entdecker der Leiche nicht. Immerhin wohnte der bereits etwas zittrige John Davis seit 2 Wochen mehr oder weniger fest im Haus. Um 3 Uhr früh hatten ihn Albträume, die ihn bis 5 nicht mehr schlafen ließen, geweckt. Kurz nach 5 nickte er noch einmal ein, stand aber um 5:45 endgültig auf und kam nach unten, als es von der Christchurch with all the saints ebenso endgültig 6 Uhr schlug. Das Hoftor war zu. Ob der Riegel vorgeschoben war, konnte er, nachdem er gesehen, was er als Erster entdeckte, nicht mehr sagen. Nicht die Sprache, aber die zusammenhängenden Sätze waren ihm abhanden gekommen. Einige Männer von der gegenüberliegenden Schreinerwerkstatt sahen John Davis völlig verstört auf die Straße stolpern. Die noch offene Hose zog er mit der einen Hand hoch, mit der anderen versuchte er, wild herumfuchtelnd zu winken. Neugierig geworden folgten die Männer der von purem Entsetzen gezeichneten Gestalt. Immer wieder fuhr er sich mit der freien Hand, die Schnitte demonstrierend, von links und von rechts über den Hals, und keiner der Männer, die Schlimmstes befürchteten, getraute sich hinter das Tor. Im Handumdrehen versperrten Schaulustige die Hanbury Street. Mord, Mord, Mord! Die Nachricht war in Gang gesetzt. Deutlich war das Gesicht der Ermordeten zu sehen. Die Hände, als ob sie ihren Hals hätte schützen und den Täter zu spät von sich stoßen wollen, waren mit den Innenflächen nach außen zur Abwehr bereit. Das Gesicht blutverschmiert, die Beine angewinkelt, die Füße von den Fersen bis zu den Zehen auf den Boden gestützt, die Knie weit auseinander. Der lange, schäbige Mantel und ihr nicht viel besserer Rock, aber immerhin Geschmack verrieten die Farben und der Schnitt. Mantel und Rock, beide waren sie über die blutbesudelten Strümpfe, um dem Unterleib der Frau, wenn auch auf eine andere als gemeinhin erwartete Art, radikal beizukommen. Mantel und Rock, die fahnentuchenen Fetzen, waren hochgeschoben. Wie ein von übertüchtigen Jägern erlegtes und auf der Stelle ausgeweidetes Wild lag sie da. Bloß die Füchse, der Iltis und der Marderhund fehlten. Die Innereien hätten weiß Gott zum Fraße bereitgelegen. »Die Polizei!« schrie jemand. Und einer, nachdem er mit einigen Schlucken Brandy das letzte bisschen Mut aus den Hosen gehoben hatte, bedeckte den massakrierten Körper mit einer Plane. »Mord! Mord!« Die Nachricht war in Gang gesetzt. Gierig fraß sie sich aus dem East End zum besseren London durch. Die Polizei dagegen rapportierte, soweit das Gemetzel dies überhaupt erlaubte, sachlich. Ein menschlicher Körper weiblichen Geschlechts, auf dem Rücken liegend und tot. Linker Arm auf linker Brust. Beine zum Körper hin angewinkelt, Bauch größtenteils entkleidet, mehrfach aufgeschlitzt. Kleinere Gedärme, auf den ersten Blick nicht identifizierbare Innereien, Fleischstücke und Hautfetzen links neben dem Körper über der rechten Schulter liegend.
mit weiterem Gedärm, noch mit dem restlichen Körper verbunden, zwei an Hautfetzen hängende Fleischteile der unteren Teile des weiblichen Körpers in einer großen Blutlache schwimmend, neben der linken Schulter. Die Kehle von links und zurück tief und schartig rundum aufgeschnitten. Ein Taschentuch war, wenn auch nicht klar ersichtlich wie, um den Hals gebunden. Die Kehle war so tief und präzis durchschnitten, dass der Kopf mehr oder weniger vom Rumpf getrennt nur mehr an ein paar dünnen Sehnen hing. Nach ersten Zeitungsberichten hatte der Mörder das Taschentuch mit der Absicht, um den Hals seines Opfers gebunden, den Kopf am Wegrollen zu hindern. Spätere Erkenntnisse ergaben aber, dass die Frau das Taschentuch als Schal getragen hatte, der Täter den Stoff, bevor er das Messer ansetzte, angehoben haben muss. Inspektor Joseph Chandler tat Dienst in der Commercial Street, als er mehrere Männer durch die Hanbury Street auf sich zurennen sah. Aufgeklärt über die Geschehnisse war er im Handumdrehen oder genauer 5 Minuten nach der Entdeckung der Leiche am Ort des Grauens eingetroffen. Und Inspektor Joseph Chandler musste sich gewaltsam einen Weg durch die unzähligen Gaffer zum Grund seines hastigen Auftritts bahnen. Irgendeiner in der sehr schnell wild aufgebrachten Menge begann die örtlichen Juden zu beschimpfen. Dankbar nahmen andere die Verdächtigungen auf. Denn wie anderntags der East London Observer zu berichten wusste, war allen klar, dass kein Engländer zu einer derart scheußlichen Tat auch nur gedanklich fähig gewesen wäre. Keiner. Wer denn kam also besser in Frage als einer der allgegenwärtigen Juden? Chandler ließ die Passage räumen, schickte nach einem zuständigen Arzt und benachrichtigte Detektivinspektor Frederick Aberline, einen sehr erfahrenen Mann bei Scotland Yard. War es doch nämlicher Aberline, der mit den Details jener ebenfalls unter das Messer eines blutrünstigen Scheusals geratenen Polly Nichols vertraut war. Telegramme erschütterten London. Auf die Benachrichtigten wartend, inspizierte Chandler unter den Augen der aus dem Fenster starrenden Anwohnern den Tatort. Übrigens, einige Tage später machten die Hausbewohner lebhafte Geschäfte, verlangten von jedem Schaulustigen ein Eintrittsgeld. Inspektor Chandler fand kaum Zeichen eines Kampfes. Der Hof war nicht regelmäßig gepflastert. Spuren wären durchaus möglich gewesen. Niemand war über das Gatter geklettert. Keine Blutspur führte irgendwohin. Flecken da und dort, aber bei den gewaltigen Schnitten ein Nichts. Dennoch, die mehr als 20-jährige Erfahrung des lokalen Arztes Dr. George Baxter Phillips bot Gewähr, dass nichts außer Acht gelassen wurde. Dr. Phillips, neugierig und misstrauisch, wer hätte es ihm verübeln sollen, nach so vielen Jahren in einer Gesellschaft, in der die Moral mit der kleinsten Geldeinheit abgegolten und drüben im Westen mit weit höheren Einsätzen gehandelt wurde. Auch Dr. Phillips besah sich den Ort. Die Kleider waren nicht beschädigt. Die Tasche hingegen, die sie unter dem Hemd trug, war 2-mal aufgeschnitten. Zweifellos mit dem gleichen Messer, unter das auch die Kehle und der Unterleib geraten waren. Ein Stück Muslin, ein Kamm und eine Papierschachtel lagen bei der Leiche. Als ob der Mörder sich eines Rituals erinnert hätte, lagen die 2 Ringe, die er der Leiche von den Fingern gedreht hatte, ein paar kleine Münzen und 2 neue Viertelpennies bei den Füßen der Frau. Neben ihrem Kopf ein Briefumschlag, ein Stück Papier und 2 Pillen. Auf der Rückseite des Umschlags das Siegel von Sussex.
vorne der Buchstabe N und der Poststempel London, 28. August 1888. Und da war auch ein Lederschurz, durchnässt, 2 Fuß vom Wasserhahn. Dr. George Baxter Phillips stellte den Tod eindeutig fest und ordnete eine Überführung ins Leichenhaus an. Zufall oder nicht Zufall? Die Leiche wurde mit genau der gleichen Bahre weggetragen, mit der auch eine Woche zuvor Polly Nichols zur näheren Examination vom Tatort weggetragen wurde. Aber da war immer noch der Lederschurz, durchnässt, 2 Fuß vom Wasserhahn. Ein verbreitetes Gerücht konnte weder von der Polizei noch von der Presse, von den Juden ganz zu schweigen, aufgehalten werden. Und wer Angst hatte, trug ohnehin dazu bei, dass die an die Wand des grauslichen Hofes geschmierten Wörter 5, noch 15 dazu und dann bin ich dran, an Bedeutung gewannen. Noch dramatischer die Geschichte einer jungen Frau, die sich den Namen Lyons gegeben hatte. Sie behauptete, wann immer sie gefragt wurde, und beteuerte auch denen gegenüber, die nicht an ihre Schilderung glaubten und auf jegliche Fragen verzichteten, vor der Tatzeit habe sie an der Ecke Flower und Dean Street ein Mann, eine sehr eigenartige Erscheinung, angehalten und sie gefragt, ob sie um 6:30 bereit sei, mit ihm im Queen's Head Pub einen Drink zu sich zu nehmen. Nachdem sie ihm versprochen habe, ihn an der besagten Theke zu treffen, sei er verschwunden und später zur verabredeten Zeit auch tatsächlich im Queen's Head eingetroffen. Kaum hatte er bestellt, kaum hatte ich am Glas genippt. Wenn Sie noch einmal den Mund zu einem schiefen Lachen verziehen, meine Herren, können Sie die Stecknadel im Misthaufen draußen im East End selber suchen gehen. Kaum hatte ich also meine Zunge genetzt, sehen Sie, es geht auch ohne Häme, kaum ein Schlückchen, fängt er an, du, ja, genau so ein Miststück wie die zweite, die dran glauben musste. Miststück? Und Sie ließen sich das gefallen. Miststück, sagte er, Hurenbock, ich, quitt. Was zum Teufel willst du, ausgerechnet du, damit andeuten? Wer sagt da was von einer zweiten? Polly Nichols war eine Ratte, sagte er. Ich rieche jede Ratte. Füchse holen sich ihre Gänse, aber nicht immer schaffen sie den Zaun. Kaum gesagt, der Kerl gab sich geheimnisvoll, gehetzt, dachte ich. Der hat, weiß der Teufel, mehr Dreck am Stecken als ich Geld in der Tasche. Kaum gesagt und weg war er. Ein Schatten in der Tür. Ich hinten nach. Miststück. Mich, die Löwin, hatte er Miststück genannt. Bei der Kirche, bei allen Heiligen, bemerkt er mich, beschleunigt seinen Schritt, biegt links ab und war verschwunden. Immerhin, die Frau konnte ihn exakt beschreiben. Aber das Signalement, das sie ihm verpasste, stimmte bis aufs Haar mit der nach Polly Nichols Ableben veröffentlichten Beschreibung des Mannes mit dem Lederschurz überein. Mehr als 200 öffentliche Unterkünfte hatte die Polizei einmal auf seiner Spur bereits durchsucht. Kurz nach 2 Uhr nachmittags an jenem Samstag, als die Nachricht vom weiteren, dem Schlachthaus im Smithfield wohl anstehenden Verbrechen die Stadt erschüttert hatte, traf Dr. Phillips für die gründliche Leichenschau in dem Schuppen ein, in den man das Opfer, wenn auch nicht stückweise, so doch ärger zugerichtet als erlaubt, getragen hatte. Erstaunt zuerst, dann äußerst verärgert, stellte er fest, dass die Leiche entkleidet war. Gewaschen, das Blut entfernt, die Kleider auf einem Haufen in einer Ecke, nur das Taschentuch war noch um den Hals gebunden. So, als ob die Wäscherinnen befürchtet hätten, der Kopf der Frau könnte vom Tisch rollen.
Der Hausmeister des traurigen Etablissements hatte zwei Frauen beauftragt, den malträtierten Körper einigermaßen wieder instand zu stellen. Skandalös, schimpfte Dr. Phillips, der sich in seiner Aufgabe aufs Schlimmste behindert sah. In einem so blutigen Stadtteil, berichtete er später den Autoritäten, braucht es endlich ein aufs Beste eingerichtetes Leichenhaus. Den Beweis für diese Notwendigkeit lieferten mehrere unbekannte Leichen aus der Themse, die irgendwo in behelfsmäßigen Kisten verwesten, bevor sich die Fachleute daran machen konnten, die Identität der Kadaver zu bestimmen. Jack und ich. Ob einer dazu geboren war, für jene den Rücken krumm zu machen, die es nicht nötig hatten, ihr Hemd in die Unterhose zu schieben, wenn einer mit Kohlestaub am Hut dennoch ein paar Pennys aufs richtige Pferd statt auf die Windhunde in Hackney setzte, wenn einer mit Schwielen an den Händen und 1001 Pfund nach Hause kam, nie mehr der gleiche war und trotzdem mehr als je zuvor Working Class blieb. Ob der Earl of Anywhere sich an einer Bürgerlichen ebenso wie an einem Dorfmädchen im Heu verging, sie aber und ihren Bastarden gegen alle Konventionen nicht rauszuschmeißen gedachte, ob die Herzogin von Warwick auf ihrem Stallmeister ritt und mal für mal den Hattrick schuf, ob ein ganz gewöhnlicher Player beim Cricket die Gentlemen beschämte mit Googlies, Chinamen und satten Bouncern, ein Wicket ums andere für sich und die ganze Lower Class verbuchte. Die Presse, selbst wenn jeder noch so missratene Untertan ihrer Majestät vor und nach seinen Dreistigkeiten Zeit für ein Sorry hatte, die Presse kannte kein Pardon. Wenn ein Racheengel, von wessen Gnaden auch immer, sein blutiges Messer am Unterleib einer Hure wetzte, hatte die Polizei die gottverdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Namen des Opfers bekannt zu geben. Zumal der Täter seine blutige Spur im rissigen Pflaster der schlecht beleuchteten Straßen von Whitechapel versickern ließ und unzählige Konstabler wie dumme Jagdhunde am toten Ende der Fährte eines schlauen Fuchses in den leeren Wald heulten. Annie Chapman hieß sie. Siffy für die, denen Annie und ihre Tätigkeit zu bürgerlich waren. Eine der ersten unter den vielen Männern und Schlange stehenden Frauen, die sich zur Identifikation der bis zur Unkenntlichkeit zerschnittenen, mal halb, mal ganz Prostituierten einfanden, war Emily Farmer. Eine Freundin, sofern es so etwas in der grassierenden Armut ohne Beigeschmack überhaupt noch gab. Vier Jahre schon, Herr Staatsanwalt, Richter oder Leichenbeschauer. Vier Jahre lebte Annie weit weg, genügend weit weg von ihrem Mann, einem gottverfluchten Kutscher in Windsor. In den billigsten Absteigen von Whitechapel und Spitalfields lebte sie. Teilten Sie schon mal Ihr Bett mit Wanzen und feuchten Käfern, Mr. Baxter? Sorry, Mr. Staatsanwalt, Richter. Oder sind Sie doch bloß der Leichenbeschauer? 2 Jahre verbrachten wir im gleichen Hotel, Dorset Street 30. Annie und ich. Dreck und Sperma, wohin sie sich legen, wohin sie sich setzen, wohin sie sehen und treten. Annie hatte da so ihren ständigen Begleiter, einen Siebmacher. Siebmacher, jawohl. Und weil sie, meine Annie, die Produkte seiner Hände verkaufte, nannte sie sich eben Siffy oder Sivi. Bis vor 1,5 Jahren schickte ihr der gottverfluchte Kutscher aus Windsor 10 Schilling pro Woche
Und dann auf einmal nichts mehr. Tot, sagten die Herren in Windsor. Gott habe ihn, sorry, Herr Richter, Staatsanwalt und Leichenbeschauer, alles andere als selig. Zwei Kinder und weg war er. Der Knabe, ein Krüppel. Zum Glück für sie und wer weiß, vielleicht auch für ihn, brachten sie ihn in eine Anstalt für seinesgleichen. Das Mädchen verschwand bei frommen Frauen nach Frankreich. Kinder, die zu Frauen werden sollen, gehören nach Frankreich. Nicht wahr? Annie, die war die cleverste unter all den buchstäblich von Männern gebeutelten Frauen. Loswerden wollte sie die offenen Hosen, ein für allemal. Blumen und waren sie noch so welk, versuchte sie gegen ihre Misere zu verkaufen. Nähte wie keine zweite. Und dann soff sie eben. Jeder Brandy hat seinen Preis. Ha! Keine, wenn sie's mal braucht, ist da mehr kleinlich, wenn es um ein paar Schilling oder Pennies geht. Können Sie mir, Herr Leichenbeschauer, Richter oder vielleicht doch Staatsanwalt, den Mindestlohn einer Hure im East End nennen? Los, los, Mr. Baxter. Mit welcher Kerze gedenken Sie denn, das nötige Licht in unsere dunklen Ecken zu tragen? Eine Woche vor Ihrem traurigen Ableben. Nein, Mrs. Farmer, das Ableben der Annie Chapman war nicht traurig. Es war, wenn Ihr Käuflichen dies bloß begreifen wolltet, widerlich war es. Scheußlicher vielleicht, Milord, als der Tod eines Fuchses bei einer ihrer Jagden? Schlecht ging es Annie. Ein blau unterlaufenes Auge und eine von der gleichen Faust malträtierte Wange. Kein Mann, nein, es war ganz einfach Liza Cooper. Auch so eine, auf die einmal die Hosen zu, auch die Staatsanwälte, Richter und Leichenbeschauer bloß noch spucken. Beide besoffen und kaum mehr auf den Beinen. Aber die eine, die bessere Hure als die andere. Französisch ich und du bloß Englisch, Schottisch und Walisisch. Die ganze Besatzung eines Ostindienseglers an meiner Brust. Halb Shanghai zwischen meinen Beinen. Dann die Fäuste, die Fingernägel. Um ein Stück Seife ging es, Herr Richter. Um ein lausiges Stück Seife. Aber das wollen Sie, Herr Staatsanwalt und Leichenflederer, gar nicht hören. Wetten, meine schmuddelige Geschichte gefällt Ihnen 10-mal besser. '45 war Annie Chapman. Eine kräftige, mutige, außerordentlich gut gebaute Frau. Nicht nur in ihren besseren Tagen drehten sich die Männer nach ihr um. Klein hingegen war sie schon. Immer ein Kopf kleiner als die, die sich in sie rammten und unter sich begruben. Dazu dunkles, gewelltes Haar. Dark Annie hieß sie in den einschlägigen Kreisen. Breite Nase, blaue Augen, eine durch und durch akzeptable Erscheinung. Bloß Zähne fehlten auch ihr schon mehr als ein paar. Liza Cooper hatte einen besseren Schlag. Über eine Woche schlich sich Annie wie eine von mehreren Katern zerzauste Katze durchs Revier. Unterkriegen aber ließ sie sich nicht. Nicht Annie Chapman. Da gehe ich schon selber durch, sagte sie. Bevor ich verhungere und das letzte Monatsblut aus dem Schoß geronnen ist, nehme ich mir immer noch ein paar Männer. Wäre ja wie eine weitere Nacht ohne einen von ihnen hilflos absacken zu sehen. Der nächste Zeuge war Timothy Donovan vom Lodging House Dorset Street 35. 29 Jahre alt und nach einem frühen Einstieg in die Existenz eines Alkoholikers an der Leber auf den Tod erkrankt. Ab und zu ließ er Annie in seiner Küche ein bisschen an der Wärme stehen. Kredit hingegen hatte sie keinen. Sie hätte die Spielregeln gekannt, gab Donovan zu Protokoll. Über den Durst trank sie nur am Wochenende. Ja, ihr letzter Abend war ein Freitag. Aber noch hatte sie nicht mehr zu sich genommen, als ihre Beine es erlaubten. Ein bisschen schräg ging sie ab, aber zielbewusst.
Ich behalte dein Bett unter Verschluss, rief er ihr nach, und sie, wie immer, ohne sich noch einmal umzudrehen, winkte mit dem Taschentuch. Jederzeit, davon war Timothy Donovan, selbst wenn ein paar Wochen später seine Leber definitiv nicht mehr mitmachte, jederzeit war er überzeugt, und auch als Mann war er sich seiner sicher, Annie würde für das warm gehaltene Bett jederzeit und allemal einen Mann finden. Abgesehen von den vagen Gerüchten, sie, Dark Annie, hätte in einem besonders anrüchigen Lokal drüben in Spitalfields eine halbe Stunde vor ihrem Ableben noch ihren Gnadenschnaps getrunken, waren Donovan und die Frau, die Annie mit einem Mann verhandeln sah und Ja sagen hörte, die Letzten, die das zweite Opfer des Mannes mit dem Messer lebendig gesehen hatten. Nicht alles, was Dr. Baxter Phillips an Scheußlichkeiten festzustellen hatte, konnte der Presse, den mit eigenen Federn schreibenden Geiern, als Aas vorgeworfen werden. Gesicht und Zunge waren nicht bloß vom Alkohol aufgedunsen. Deutliche Schwellungen waren auszumachen. Blutergüsse überall. Schürfungen, wo die bei den Füßen liegenden Messingringe an den Fingern gesteckt hatten. Die Einschnitte am Hals ließen darauf schließen, der Täter habe den Kopf des Opfers als Trophäe vom Rumpf zu schneiden versucht. Der Leib geöffnet, die Eingeweide bloßgelegt, das Becken zertrümmert, die Eierstöcke zerhackt, die Gebärmutter durch den Fleischwolf gedreht, die Schamlippen zerfetzt, die Blase zerstochen. Das Werk eines anatomisch Geschulten, zumindest eines Schubjacken, mit einem detaillierten Wissen über die Beschaffenheit eines weiblichen Unterleibes. Gezieltes Vorgehen, präzise Schnitte. Der Tod, mutmaßte Dr. Baxter Phillips, der Tod war mit größter Wahrscheinlichkeit eine Folge der von bloßem Auge festzustellenden äußerst gravierenden Verletzungen. Die Tatwaffe, ein extrem scharfes Messer. Die Klinge, dünn und schmal, 15 bis 20 Zentimeter lang. Ein Seziermesser, ein Metzgermesser, kaum aber das Werkzeug eines Sattelmachers. Einer, der in einer Viertelstunde eine Frau zu köpfen und auszuweiden verstand. Keine Minute weniger. Ich, sagte Dr. Phillips, ich hätte eine halbe Stunde zumindest gebraucht. Das Scheusal an den Galgen. Aber der am Tatort aufgefundene Lederschurz wies keine Blutspuren auf. Kein Indiz, keine Fährte, nichts. Die Flecken an der Wand in unmittelbarer Nähe des Opfers, männlicher Urin und älter als die Messerschnitte. Die Blutergüsse am Hals und im Gesicht könnten, ich weiß, meine Herren, der Konjunktiv gehört nicht in die Rhetorik eines Polizisten, dennoch. Annie raufte sich mit Liza und Liza packte zu wie ein Mann. Also, einzig die geschwollene Zunge weist in Richtung Erstickungstod. Zehntausende im Dreck. Von Gott verlassen, mehr noch als von den Menschen, die eine kurze Kutschenfahrt von den Ghettos des Allerniedrigsten entfernt, sich täglich mit Seife wuschen. Ein Nährboden fürs Wüste, zahnlos hässliche und sabbernd lüsterne. Nicht dem Monster aus dem East End setzte ein Moralist in der meinungsmachenden Times das Messer der Verantwortung an die Kehle. Die drüben im West End, die vor dem Ekel die Augen verschlossen,
Blut nur vom Fleisch, das sie zu jeder Mahlzeit zuhauf verzehrten kannten. Die, die Kotze auch dann verschwiegen, wenn sie aus dem eigenen, überfressenen, mit Alkohol angeschwemmten Magen stammte. Die, die zwar unter jeden Rock und blindlings in maskuline Hosen griffen, aber selbstverständlich jeder abartigen oder überhaupt vorhandenen Sexualität abhold waren. Whitechapel hatte seine halbe Quadratmeile, wo die hochwohlgeborenen und ebenso anständigen Dr. Jekylls ihre heitschen Träume ausleben konnten, wo die Kinder, statt sich zu einigermaßen brauchbaren Erwachsenen zu entwickeln, straight on in die Fußstapfen ihrer kriminellen Großeltern traten. Die Grenze zum größten Bordell für jedermann und die, die bloß noch geifern konnten, begann östlich vom Tau. An die Öffentlichkeit, an die westlich davon entsetzte Öffentlichkeit mit dem zum feitstänzigen Tier gewordenen Mörder. Am besten gelyncht, bevor Victoria hustet und ihr Albert darüber schrickt. Am 10. September wurde John Peiser, der Lederschurz, verhaftet. Zeugen sagten aus, er habe in Annie Chapmans Revier mehrmals Frauen malträtiert und zudem einen Hut getragen, wie ihn die Frau, die das berüchtigte »Willst du und ja« gehört, auf dem Kopf des fragenden Mannes gesehen hatte. 5 lange Messer wurden in seiner Unterkunft gefunden und sichergestellt. Stiefel und anderes Lederzeug habe er damit angefertigt. Womit denn sonst als mit einem guten Messer? Hüte hätte er auch gemacht. Polly Nichols, Opfer Nummer 1, hatte geprahlt, bevor sie zum letzten Mal die Beine spreizte, der Lederschurz habe exklusiv für sie einen Steifen geformt. Unschuldig war er. Das gefundene Indiz wertlos. Nachdem sie den Schurz für ihren auf dem Markt in Spitalfields arbeitenden und unbescholtenen Sohn gewaschen hatte, hängte eine ebenso unbescholtene Mutter ihn, den Schurz, zum Trocknen ans Gatter. Aus unerfindlichen und polizeilich zu vernachlässigenden Gründen war das Berufskleid vom Holz neben die Tote gerutscht. Unschuldig war er also. Ein anderer wurde wegen Kratz- und Bisswunden verdächtigt. Er, ein untadeliger Frühaufsteher, hatte einer Frau helfen wollen, die unmittelbar vor ihm auf die Straße stürzte und sich ihrem Rausch ergab. Check, dachte sie, biss zu und kratzte ihn in die Flucht. Ein Werwolf, sagte er später. Am 26. September entdeckte Win Baxter, Coroner Dr. Win E. Baxter, dass die Gebärmutter der abgeschlachteten Annie unter den aus dem Leib getrennten Innereien und Organen nicht gefunden worden war. Verschwunden. Zweifelsohne gezielt entfernt. Organhandel. Aber weshalb dann hatte der geübte Sezierer vom Kopf her so offensichtlich unprofessionell, wahllos zu schneiden, verunstalten, zertrümmern und wüten begonnen? Die wertlosen Ringe von den Fingern geschnitten? Fragen über Fragen. Zumindest bis zu den nächsten Opfern. 2 auf einen Streich und in derselben Nacht. Sonntag war es, der 30. September und letztes Jahrhundert, 1888. Jack und ich. Sonntag war es, der 30. September und letztes Jahrhundert,
1888. Victoria regierte über große Teile der Welt und London war Zentrum. Der Moral, wo nur die eine galt, waren keine Grenzen gesetzt. Seit 51 Jahren herrschte die gleiche Frau, war Königin und Albert ihr Mann. Wie bei einer Windstille stülpt sich eine Glocke feuchter Hitze über die Quais und der sündige Geruch des verkommenen Landes weist den Seeleuten den Weg hinaus aus den Docks über die Planken der Vorhölle nach Whitechapel hinauf. Einer Rossbreitenflaute gleich legt sich die Angst und die Stille, die verzweifelte Hoffnung, dass nichts mehr geschieht, selbst auf das kleinste, unschuldigste und weiß Gott seit langem verdiente Vergnügen. Trocken bleiben die Theken. Nur mehr nach kaltem Schweiß riechen die Betten. Die Kehlen verdorren, an den Zapfsäulen setzt Grünspan an. Polizisten und Hunde beleben die Straßen, schnüffeln, schreien und beißen um sich, wenn die letzte Spur im Nichts verläuft. Gespött kommt auf und verebbt in zu vielen ernsten Gesichtern. Die Angst hat einen Männernamen und schreibt sich vor das Lachen. Der Mond nimmt ab. Der Presse kommt keine Staatskrise, kein Krieg und auf See nicht die geringste Havarie entgegen. Albert hätte nicht einmal mehr gehustet und Victoria herrscht viel lieber über ganz andere Teile der Welt. Zu Fuß keine halbe Stunde voneinander entfernt, als brauchte es nach der schwülen Ruhe diesmal mehr als bloß ein Opfer, liegen zwei weitere Frauen verstümmelt im Blut. Die erste wird kurz nach 1 Uhr früh entdeckt. Sie liegt in einem engen, von kaum zu identifizierendem Unrat verstellten Hof an der Burner Street, einer als ruhig, mehr oder weniger unbescholten bekannten Seitenstraße von der Commercial Street hinunter zur London Tilbury and South End Bahn. Zwei hohe Gatter schließen den Hof nach innen und außen ab. Sind sie nachts verriegelt, ist der Eintritt immer noch durch eine Luke möglich. Süßigkeiten werden in einem der anliegenden Häuser verkauft, in einem anderen Zigaretten hergestellt. Schneider nehmen Maß, ehrliche, rechtschaffene Leute. Sofern die östlich des Towers von Westminster und Buckingham vernachlässigten Menschen der vom Hof verordneten viktorianischen Rechtschaffenheit überhaupt genügen können. Die meisten von harter Arbeit und tagtäglichem Überlebenskampf ermüdet, liegen lange vor Mitternacht schon im Bett und nicht wenige schlafen dem Morgen mit zentnerschweren Albträumen entgegen. Wem es jedoch schon am Abend vor dem nächsten Tag graut und wer trotz schwerer Glieder keine Ruhe findet, dem wird das Einschlafen von vis-à-vis erschwert. Im Clubhaus der Internationalen Arbeiterbildungsfront wird nach hitzigen Debatten hinter hell erleuchteten Fenstern fast ebenso leidenschaftlich getanzt und gesungen, gelacht und gezecht. Licht fällt nur in einen verschwindend kleinen Teil des Hofes. Und wer immer ihn betritt, gerät nach ein paar wenigen Schritten in ein auch für das geübteste Auge undurchdringliches Dunkel. Verwalter des Arbeiterbildungsklubs ist Louis Diemschutz, ein Allerweltsmann. Reisender und Vertreiber in Sachen Modeschmuck, Billigware. Aber wer kann sich in seinen Kreisen schon Teureres leisten? Die Führung des Hauses, in dem die Mitglieder des internationalen Vereins sich sowohl aus der Ausbeutung zu bilden hoffen, als auch Vergnügen, nach schlecht bezahlter Arbeit lauthals und berechtigt Vergnügen, überlässt Louis Diemschutz wohlweislich seiner Frau, die ohnehin weit mehr Autorität ausstrahlt, als er sie sich je hätte aneignen können. Ein Uhr früh ist es, als Mr. Diemschutz mit seinem von einem Pony gezogenen Krämerkarren in den Hof einbiegt. Und das Pferdchen, ein phlegmatisches Gewohnheitstier, scheut auf, bockt und will nicht mehr weiter. Louis Diemschutz denkt an irgendwelchen Dreck und spricht seinem Pony zu. »Na, na«, sagt er, »komm schon, der Teufel legt sich heutzutage längst bequemer nieder. Komm schon, es ist Zeit. Müde du und müde ich. Komm schon, nicht auf die Hinterbeine, nicht doch, nicht doch.«
Dann sieht er die Ursache des ihm ungewohnten Verhaltens und stößt mit der Peitsche dagegen. Schauder. Eiskalte und wie kochendes Wasser laufen ihm über den Rücken. Komm schon, sagt er zu sich, streicht ein Zündholz an. Wind, ein kühler Wind ist aufgekommen, das Streichholz erlischt. Dennoch weiß Louis Diemschutz, was da liegt, ist eine Frau. Leblos, betrunken vielleicht. Oder gar tot. Das Verhalten seines Ponys und die Gänsehaut an seinen Armen lassen eher auf das Zweite schließen. Ein Licht, ruft er zu den Fenstern hoch. Und als wäre nur schon dieser Ruf ein düsteres Zeichen, erscheinen einige Männer, der eine oder andere mit einer Laterne im Hof. Aufzusetzen versuchen sie die Frau, und jeder verdrängt vorerst an das Schlimmste zu denken. Starr jedenfalls ist sie nicht, bloß sonderbar feucht fühlen sich ihre Kleider an. Die Hände unter sich auf dem Rücken, in der einen eine Tüte mit Süßigkeiten. Ein paar rote und weiße Blumen stecken an ihrem schwarzen, pelzverbrämten Kostüm. Dann kippt der Kopf nach hinten. Entsetzt und zu Tode erschrocken, lässt auch der Mutigste von ihr ab. Wie ein weit aufgerissener, zahnloser Mund voll geronnenen Blutes klafft den Männern der Schnitt vom einen Ohr zum anderen entgegen. Blut zudem. Blut versickert im Kopfsteinpflaster. Ein Rinnsal bis zur Tür des Clubs. Und nicht bloß die, die Hand anlegen, sind entsetzt, verstört und verwirrt. Sie schreien nach der Polizei, laufen dorthin, rennen hierher, stoßen in finsteren Ecken zusammen, finden schlussendlich einen Konstabler und der, kaum hört er das Wort Leiche, bläst in seine Pfeife, als wäre der Teufel leibhaftig in seine Lungen gefahren, trillert alle Kollegen zusammen, denen die zwei ersten Opfer noch immer wie Eiterbeulen aus schweißtreibenden Angstträumen Tag aus, Tag ein im Nacken zwischen Kragen und Haube sitzen. Der Club wird einem Handschuh gleich von innen nach außen gedreht. Die Straße wie ein verlauster Kopf nach Ungeziefer durchkämmt. Und der für die Totenscheine wieder natürlich aus dem Leben gerissener zuständige Dr. Baxter Phillips stellt einmal mehr und eindeutiger noch als zweimal zuvor ein durch extrem grausame Gewalt verursachtes Ableben fest. Weil ein Polizist beteuert, beim Auffinden der Leiche habe sich der Körper noch warm angefühlt, steckt Dr. Phillips gegen seine Gewohnheiten eine Hand ins offene Mieder. Auf der Stelle ordnet er in ungewohnter Härte an, jeder Mann und nicht minder auch jede Frau im suspekten Umkreis der blutbesudelten Leiche habe Hände und Kleider zur minutiösen Untersuchung herzuzeigen. Wer immer auch der Täter war, spur- und blutlos war er oder gegebenenfalls auch sie nicht davongekommen. Die Hände herzeigen? Ja, gut und recht. Wer sich an der übel zugerichteten Frau die Hände blutig machte, dem sollen sie, ohne erst Anwälte, Richter und ganz Old Bailey des Langen und Breiten darüber entscheiden zu lassen, abgehackt gehören sie ihm. Dass nun aber jede noch so dürftige Behausung nach dem Blut des Dritten, genau wie Polly Nichols und Dark Annie, abgemetzelten Opfers durchsucht werden soll, geht für viele Anwohner zu weit. Und früher als ihr lieb ist, muss die Polizei die Sinnlosigkeit einer Durchsuchung aller Lodginghouses im überbevölkerten East End selber und kleinlaut einsehen. Wer bezahlt, bekommt ein Bett. Und die wenigsten waschen sich, bevor sie die schmutzige Decke bis zum Kinn hochziehen. Das Licht ist spärlich. Blut ist im Halbdunkel wie eine Katze, nach deren Farbe auch niemand fragt. Kurz nach 5 Uhr früh schrecken aber dann auch die auf, die sich von einer toten Frau weder Schlaf noch Appetit verderben lassen. Die Nachricht, eine weitere verstümmelte Frauenleiche sei am Mitre Square, mitten in der City, aufgefunden worden, wird vom Lauffeuer zum Flächenbrand und gerät vollends außer Kontrolle. Der Polizei steht kein Löschwasser zur Verfügung. Und hätte der Vergleich von den zwei Fliegen auf einen Schlag nicht doch irgendwie den Tatsachen entsprochen, der Urheber des makabren Slogans wäre nach viktorianischem Ehrenkodex nachhaltig gezüchtigt und anschließend geächtet worden. Die Times, niemand zweifelt 1888 an der von ihr gedruckten Wahrheit, glaubt zu wissen, der Mörder, sofern nicht unheilbar geisteskrank, müsse absolut sicher gewesen sein, bei seinem widerwärtigen Tun weder gestört noch entdeckt zu werden. Drei Zugänge hatte Mitre Square. Einen von der Mitre Street
und je eine Passage von der Duke Street und vom St. James Place. Auf zwei Seiten die von einem Nachtwächter kontrollierten Lagerhäuser der Firma Curley & Dunn. Auf der dritten Seite, genau gegenüber dem Fundort der Leiche, stehen zwei alte, baufällige Häuser. Das eine ist unbewohnt, im anderen lebt ein Polizist. Auf der vierten Seite stehen drei Häuser leer. Jede Viertelstunde überquert ein Konstabler den Platz. Nach Mitternacht, weiß der Streifenpolizist, nimmt die Wahrscheinlichkeit, von der ihm zustehenden Autorität Gebrauch machen zu müssen, zu. Um 2:30 sind keine besonderen Vorkommnisse zu vermerken. Eine Viertelstunde später entdeckt er die Leiche im Lichtkegel seiner Lampe. Da hat nun also der Frauenmörder seinen Wirkungskreis vom East End, wo, wenn schon seine offensichtliche Prostituiertenphobie auch hingehört, in die nächtens zum größten Teil recht friedliche City verlegt. London ist verrückt geworden, denkt der Mann. Und 1000 andere Dinge als die zerschnittene Gurgel der Frau vor seinen Füßen gehen ihm durch den Kopf. Im East End, ja, in Whitechapel, wo das Verbrechen zur Nacht gehört, wie am anderen Morgen der gebratene Speck zum Ei. Die City dagegen, wo die Mächtigen das Geld aus den Kolonien unter sich verteilen und dem kleinen Mann das Gefühl vermitteln, zumindest der Untertan einer weltumspannend regierenden Monarchin zu sein, die City ist, weiß Gott, nicht der richtige Tatort für einen Hurenmörder. Hier wird mit ganz anderen Messern, mit goldenen Dolchen und ohne Öffentlichkeit zugestochen. Ist für Polly Nichols, Annie Chapman und die Frau an der Burner Street die Metropolitan Police zuständig? Hier beim vierten Opfer ermittelt die City Police. Und die ist nicht dem Innenminister, sondern der Corporation der Stadt London unterstellt. Auf einer knappen Quadratmeile stehen hier so viele Häuser, in deren Kellern sich das in den Kolonien erwirtschaftete Gold bis ans Gewölbe stapelt, dass denen, die das mehr oder weniger erbeutete Geld bewachen, nicht auch noch die kleinen Diebe zugemutet werden können. Kopf der City Police ist Sir James Fraser, ein Mann, der kurz vor der Pensionierung schon seit 2 Monaten die Kolonien genießt. Noch im Amt lebt sich's allemal besser, als wenn den Titel ein AD ziert und die Autorität an einen jüngeren, auf einmal viel wichtigeren Mann übertragen worden ist. Die Sicherheit der City liegt nun in den Händen seines Stellvertreters. Und Sir Henry Smith ist bekannt als glänzender, wenn nicht gar begnadeter Erzähler, loyaler Untergebener und äußerst geschätzter Vorgesetzter. Jack the Ripper, sagt er. In aller Bescheidenheit, wer sein Messer so missbraucht, geht auch mir an die Gurgel. Seit August gibt es für Sir Henry kaum noch ein anderes Thema als dem die Stadt in schlimmsten Verruf bringenden Mörder im wortwörtlichsten Sinn das Handwerk zu legen, den Leuten von der Metropolitan Police jede freie Hand zur Verfügung zu stellen. Einen Drittel seiner eigenen Leute lässt er verdeckt ermitteln und legt ihnen ans Herz, sich unter die gewöhnlichsten und selbstverständlich ungewöhnlichsten Menschen zu mischen. Sich unter allen Umständen so zu verhalten, dass auch dem misstrauischsten Cockney und dem gerissensten Juden kein Gedanke an einen verkleideten Polizisten kommen kann. Hängt überall dort herum, wo am ehesten und gleichzeitig am wenigsten ein Fingerzeig zu erwarten ist. Sorgt innerhalb und außerhalb von Pubs und Bars für Klatsch und Denunziation. Verschafft euch mit handfesten Krächen den Respekt derer, die für einen Polizisten weniger als einen ausgespuckten Pfriem übrig haben. Nichts tut sich. Jack bleibt Jack, wird über Nacht zur Legende, zum Ultimate Criminal, den die Polizei erfolglos jagt. Ein Held, der, so sehr sein bestialisches Morden allen den Hals zuschnürt, immerhin Sir James, Sir Henry und vor allem Sir Charles Warren, dem allerhöchsten Verbrechensbekämpfer, weit über die Spitzen des Towers, höher als Big Ben und erhabener als alle Türme in Westminster, überlegen ist. Und nichts tut sich. Sir Henry gibt in seinem Club vorsichtshalber bereits zum Besten,
Jack the Ripper sei wohl sogar noch ein bisschen früher als Sir James in Pension oder zumindest ebenso wie sein hochgeschätzter Vorgesetzter einem angeborenen Instinkt folgend außer Landes gegangen. Großzügig lässt er einen vorviktorianischen Port entkorken und fordert seine engsten Freunde auf, mit ihm auf das Ende der grässlichsten Morde seit Menschengedenken anzustoßen. To the defeat of good old Jack. Yay! Schlägt's ihm wie aus den Houses of Parliament aus nickenden Köpfen entgegen. Umso größer ist der Schock, als er mit den Vorkommnissen mitten in seinem mehr oder weniger kontrollierten Revier aus einem wegen schweren Essens ohnehin unruhigen Schlaf gerissen wird. Auf der Clock Lane Police Station hat er, ohne sich über den Grund im Klaren zu sein, die Nacht nach dem vorviktorianischen Port verbracht. Die Southwark Bridge um die Ecke? Die Möglichkeit, mit jeder Art von Verbrechen konfrontiert zu werden, näher als der Steinwurf eines Straßenjungen. Ein Lagerhaus der Eisenbahn vor und das eines Kirschners unmittelbar hinter der Wache. Krank könnte der Gestank der Fälle einen machen. Und Sir Henry erzählt später, dass dieser gottverdammte Jack ihn, seinen erklärtesten Gegner, aus dem Schlaf geschreckt habe, sei im Nachhinein gesehen und trotz aller Pietätlosigkeit eine Erleichterung, wenn nicht gar der Rettung vor dem Erstickungstod gleichgekommen. Minuten nachdem er sich kopfschüttelnd des Wahrheitsgehalts der Tat vergewissert hat, steigt er vor der Wache in einen zweirädrigen Einspänner, in einen Hansom, nach Sir Henry eine Erfindung des Teufels, weder sicher noch bequem. Im Winter kein Schutz vor der Kälte, im Sommer musste sich jeder vernünftige, selbst der hitzebeständigste Mann wie ein Spiegelei in der Bratpfanne vorkommen. Kurbelte man das Fenster runter, flog einem der Hut davon und in der Tür klemmte man sich die Finger ein oder ging seiner Schneidezähne verlustig. Lizenziert für zwei einigermaßen normal proportionierte Menschen, sieht sich Sir Henry neben einen 200 Pfund schweren Superintendent gequetscht, und hinten klammern sich drei Detektive trittbrettfahrend ans Gefährt. Wie eine im Sturm aus dem Ruder geratene Galeone schlingert die den Namen nicht verdienende Kutsche nordwärts zum Mitre Square. Sir Henry hätte die holprige Fahrt neben dem knoblauchverdauenden Riesen wohl noch detailgetreuer schildern können. Wäre da nicht auf einmal eine Gruppe offensichtlich entsetzter Polizisten rund um die wie eine Hundekotze verstümmelten Überreste einer Frau gestanden? Auf dem Rücken liegt sie, die Beine gespreizt, das rechte Knie gebeugt, der Hals auf, die Nase abgeschnitten, das rechte Ohr abgetrennt. Es wird erst in der Leichenhalle aus ihren Kleidern rutschen. Vom Rektum bis zum Brustbein aufgeschlitzt und buchstäblich ausgeweidet. Mit einigen tödlichen Schnitten und Stichen durch die Kleider bis tief in den Körper verminderte der Täter, ob bewusst oder in seinem manischen Mordrausch zufällig, die eigene Blutbesudelung beträchtlich. Später wird mit einiger Sicherheit angenommen, der monströse Schlächter müsse ungefähr in der Mitte des weiblichen Körpers rechts neben den Hüften kniend drauf losgemetzelt haben. Ein chinchenes, mit drei hübschen Rüschen versehenes Hemd weist einen ausgefransten, 17 cm langen Schnitt von der Taille her aufwärts auf. Das schlichte, braune, mit einem samtenen Kragen gesäumte Kleid ist am Mieder mit einem Schnitt von 12 cm aufgetrennt. Das alte, sehr abgetragene Alpaka-Hemd ist von der Taille abwärts gute 25 cm aufgeschlitzt. Ein ebenfalls lange getragenes, blaues, mit roten Rüschen verziertes Hemd ist am Mieder zerfetzt. Das kattunene Unterkleid ist über dem Nabel zerrissen und großflächig in Blut getränkt. Sonst ist zumindest äußerlich kein Blut zu sehen. Die restlichen Kleider sind unversehrt. Eine grobe Stoffjacke mit Pelzimitationen an den Ärmeln, ein weißes Männerunterhemd, braune, gerippte Strümpfe mit weißen Fäden gestopft, ein paar Männerstiefel, der rechte mit roten Bändeln notdürftig zusammengehalten. Ein schwarzer Strohhut mit bunten Glasperlen und braunem Samt umgeben, ist um ihr jetzt vom Hals getrenntes Kinn gebunden. Kein Schlüpfer, kein Korsett. In den Taschen ihr ganzer Besitz. Zwei blaue Inlet-Säckchen, zwei kurze Tonpfeifen, eine blecherne Schachtel mit Zucker, eine ähnlich gearbeitete Schachtel mit Tee,
ein Waschlappen, 6 Seifen, ein Kamm, ein stumpfes Messer mit knöchernem Handgriff, ein Teelöffel, eine rote Zigarettenschachtel mit weißen Metallverzierungen, eine leere blecherne Zündholzschachtel, ein Fetzen Flanell mit diversen Steck- und Nähnadeln, ein Hanfknäuel, ein Stück altes weißliches Wildleder, ein Brillengestell, 2 Taschentücher, eines mit roter Bordüre. Geschlechtsverkehr habe zumindest unmittelbar vor dem Ableben oder Postmortem keiner stattgefunden. Weder am Hinterkopf noch am Rücken oder an den Ellbogen konnten Schleifspuren festgestellt werden. Mit größtwahrscheinlicher Sicherheit können die beiden Ärzte Frederick Brown und Dr. Sekira zu Protokoll geben, dass zuallererst die Gurgel durchschnitten wurde und dass die Frau dabei bereits auf dem Boden gelegen haben musste. Der Tod trat unmittelbar mit dem wie zu einer Enthauptung angesetzten Schnitt ein. Die Verstümmelungen wurden also an einer bereits Toten praktiziert. Das Blut, dem ein anatomisch bewanderter Mörder zweifelsohne ausweichen konnte, musste wie eine Fontäne aus der Halsaorta geschossen sein. Bei den anschließenden, teils wahllos, teils gezielt ausgeführten Malträtierungen schlimmsten Grades war höchstwahrscheinlich kaum mehr Blut geflossen. Nachdem der Täter mit beachtlichen internistischen Kenntnissen die linke Niere entfernt hatte, schien ihm, so zumindest macht es den Anschein, noch genügend Zeit geblieben zu sein, die unteren Augenlider aufzukerben. Im Mageninnern kann kein Gift gefunden werden. Mindestens 5 Minuten waren nötig gewesen, die Innereien rund um den Körper zu assortieren und die gezielten Schnitte an Kopf und Körper auszuführen. Sir Henry gibt die Order aus. Jeder Mann, der in der fraglichen Nacht zusammen mit einer Frau gesehen wurde, ohne Rücksicht auf irgendwelche vorgeschobenen Privat- und Intimsphären, vorbehaltlos zu verhören. Sir Henry ist felsenfest davon überzeugt, der Täter müsse unter den in der Nacht in der City herumstreunenden Nachtschwärmern zu finden sein. Mindestens ein Wort mit 4 Buchstaben entfährt dem ansonsten sich mit größter Sorgfalt und überlegt äußernden Sir Henry, als er erfährt, dass das Opfer, eine gewisse Catherine Eddowes, der Polizei nicht bloß bekannt, sondern bis kurz vor ihrem gewaltsamen Ableben auf dem in unmittelbarer Nähe des Tatortes gelegenen Posten der City Police in Verwahrung, respektive in einer Ausnüchterungszelle, untergebracht war. Jack und ich. Catherine Eddowes und Elizabeth Stride. 2 der 5 Opfer aus dem viktorianischen London des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Zufällig gerieten sie unter das Messer jenes Mannes, der in 4 Nächten mit seinen nichts als das satanisch Böse manifestierenden Scheußlichkeiten dem kommenden 20. Jahrhundert den Weg wies. Nie gefasst, viele verdächtigt, keiner verurteilt, legte der unbekannte Dämon dem Appetit der verbrechenshungrigen Presse und ihrer nicht minder gierigen Leser eine Gangart vor, die den aufkommenden Asphalt ausnützte und den marktwirtschaftlichen Gesetzen effizienter gehorchte, als dem damals noch verschwiegeneren Staatsapparat lieb sein konnte. Abends 9:30 war es. Und Sonntag, der 30. September 1888, als Catherine Eddowes auf einem Trottoir in Oldgate liegend von Konstabler Nummer 931 gefunden wurde. Wachtmeister Robinson bleibt vor ihr stehen, spricht sie an. Die Antwort, ein paar gelallte Worte verraten ihm, dass die Frau wohl ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen ist. Gewohnt, dem zum Pflaster schreienden, trunkenen Elend unter die Arme zu greifen, stellt Robinson die Frau auf die Beine, kneift sie väterlich in die Wange und lehnt sie mit dem Rücken an eine Hauswand, von wo sie torkend wegrutscht, in die Knie sackt, sich nach einem blöden Lächeln und einem den ganzen Körper erschütternden Schluck auf übergibt.
Robinson kennt auch den Gestank des Elends und wankt mit dem Häufchen kaum noch Frau Arm in Arm aufs Polizeirevier in Bishopsgate. Ein bemerkenswertes Paar. Auf die Frage nach ihren Personalien antwortet die Frau nicht besonders polizeikonform. Nummer 931 schließt sie unter Mithilfe eines Kollegen ohne jede Gewaltanwendung in eine der zahlreich vorhandenen Ausnüchterungszellen. Robinson wäscht und putzt sich die Spuren seines längst zur Routine gewordenen Samaritereinsatzes von den Händen, den Ärmeln und Hosen und bittet den diensthabenden Kameraden, die schlussendlich eben doch bedauernswerte Catherine nicht aus dem Auge zu lassen. Ein kleines bisschen nüchterner und die ertränkte Misere könnte sich leicht gegen sie selbst richten. Eine Tote auf dem Revier kann zurzeit nicht gebraucht werden. Die Polizei braucht Erfolge. Und so gut das Renommee der City Police noch sein mag, die Bobbys von der Metropolitan würden sich lauthals in die Fäuste lachen, wenn eine Hure in der Obhut der Konkurrenz unter zweifelhaften Umständen umgekommen wäre. Um Mitternacht schreckt der Wachthabende ob dem Gesang der Frau auf. Selbst ein abgebrühter Polizist errötet bei Catherines schamlos obszönen Versen. Und der liebe Gott, dem sie alles entgegenstreckt, was sogar einen lange zur See gefahrenen Matrosen wieder an Bord getrieben hätte, selbst der gütigste und nachsichtigste Gott müsste sich abgewandt und erst am Schluss der Lieder den alten weisen Kopf geschüttelt haben. Um 12:30 behauptet Catherine, längst wieder nüchtern zu sein. Und es war die Gepflogenheit der Polizei, Betrunkene, sobald sie wieder einigermaßen auf ihren Beinen stehen konnten, in die Freiheit zu entlassen, statt, was bei den herrschenden Gesetzen eigentlich vorgeschrieben wäre, sie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vor Gericht zu bringen. Bei der Befragung durch die ehrwürdigen Herren Richter sorgten Angeklagte vom Schlage Catherine Eddowes ohnehin bloß für ein die Justiz bloßstellendes Gelächter. Und die verhängte Buße wäre ebenso ohnehin nie bezahlt worden. Los, verzieh dich und mach für den Rest der Nacht um alle öffentlich zugängigen Häuser einen großen Bogen, legen ihr die Männer vom Revier in Bishopsgate nahe. Mit einem »Dann schlaft eben alleine, ihr Schlappschwänze« verabschiedet sie sich, macht sich noch nicht allzu sicher den Hauswänden entlang in Richtung Houndsditch und Mitre Square davon. Irgendwo auf der Strecke von weniger als einer Viertelmeile muss sie dem Ripper, ihrem Ripper, begegnet sein. Als sie aus der Säuferzelle entlassen wird, gibt sie ihren Namen mit Kate Kelly an, wohnhaft in der Fashion Street Nummer 6. Eddowes hieß sie als Mädchen. Später heiratete sie sich den Namen Conway an, doch die letzten 7 Jahre lebte sie mit einem gewissen John Kelly zusammen. Sie selber und ihre beiden Verflossenen schlugen sich als Hausierer, Straßenhändler und Marktträger durch ein zu oft von Streit, Verzweiflung, Trunkenheit und Unzucht geprägtes Leben. Conway hatte sie verlassen, weil er der Not gehorchend Abstinenzler geworden war. Die 2 Knaben und eine Tochter, die der von Alkohol und Hurerei zerstörten Ehe aufgezwungen wurden, zogen zum Vater. Tochter Annie, nun 23 und verheiratet, sagt aus, die Mutter seit 2 Jahren nicht mehr gesehen zu haben. Besoffen habe sie sie das letzte Mal um Geld gebeten. Sie, Annie, sei aber schwanger gewesen und habe ihrer Mutter aus Abscheu und Angst, ihr Mann könnte gar gewalttätig werden, die Tür gewiesen. Die Söhne, mittlerweile 15 und 20, sind unauffindbar. John Kelly gibt zu Protokoll, Catherine in einer verkommenen Pension an der Flower and Dean Street kennengelernt zu haben. Im wortwörtlichsten Sinn hätten sie sich mitten unter ihresgleichen gepaart. Ab und zu hatte sich Catherine, wenn auch widerwillig, als Putzfrau verdingt und er nahm mehr oder weniger jede Arbeit an, die die East End-Märkte anzubieten hatten. Sie trank, verkaufte sich, wann immer sie Lust auf einen anderen Mann verspürte und einen fand, der zu beidem fähig und willig sein musste, ihre Lust zu stillen und ihr dafür auch noch einen Lohn zu zahlen. John Kelly wusste Bescheid. Er tränkte seinen Kummer und schlief, von den schweren Gewichten der Märkte erschöpft, über die Laster seiner liederlichen, aber dennoch herzensguten Gefährtin hinweg.
Einige Sommer hatten sie gemeinsam als Hopfenpflücker verbracht und das Landleben als Urlaub von Staub, Ruß und tausend hinter jeder Hausecke lauernden Gefahren empfunden. Zudem brachte die Hopfenernte oft mehr ein, als sie beide draußen auf dem Land zu vertrinken imstande waren. Der Winter konnte darauf mit etwas weniger Beklemmung angegangen werden. Im Sommer 88 fiel die Hopfenernte mager aus und die Männer konnten ihre Lenden für Catherine schonen. Zudem zogen ein paar skrupellose Geschäftemacher den schlechter als üblich bezahlten Pflückern mit illegalen Bier- und Schnapsschenken das Geld aus der Tasche. John Kelly fand tausend Gründe, sich in den Suff zu flüchten. Abgespannt und abgebrannt kehrten beide am 27. September nach London zurück. Und das Glück kam ihnen auch hier nicht mit offenen Armen entgegen. Bares besaßen sie keines mehr. Zu verdienen gab es in den ersten Tagen kaum etwas. Das einzige von einigem Wert waren John Kellys Stiefel, die Catherine denn auch zum Pfandleiher brachte, um mit dem Erlös etwas in den Magen zu bekommen. Für einen Schilling und 6 Pennies versetzte sie das Schuhwerk. Ein relativ neues Männerhemd warf denselben Betrag ab. »Ja, ja«, sagt der Pfandleiher, und Catherine kommt ihm zuvor. »Wenn der Weg zur Hölle in einer Sintflut von Brandy wegrutscht, komme ich barfuß viel schneller ans Ziel.« »Und das Hemd?«, fragte der Mann hinter dem Tresen. »Mein John hat Haare auf der Brust und Muskeln am Rücken. Nur wer hühnerbrüstig hinter einem so speckigen Brett sitzt, muss sein Nichts unter einem Hemd verstecken.« »Recht hast du«, sagte der Pfandleiher und drückte ihr ausnahmsweise noch einen Penny mehr in die Hand. Die erste Nacht in London verbringen Catherine und John in einer Notschlafstelle an der Shoe Lane und das bei weitem auch nicht ganz ungezieferfreie Landleben nimmt ein abruptes, kratzendes, beißendes und saugendes Ende. Am Freitag verdient Kelly 6 Pennies und will sie zusammen mit Catherine für ein anständiges Essen ausgeben. Wer auf dem Markt für diejenigen, die Waren von einem Haken zum anderen schleppt, die es sich leisten können, 2-mal im Jahr ihre wachsenden Bäuche in neue Kleider zu stecken, der muss für die paar Pennies wenigstens das, was unansehnlich zuhinterst in den Hallen hängen bleibt, gegen die Müdigkeit und für ein kleines bisschen Lebenswillen in den Kochtopf legen und anschließend in den Bauch verfuttern können. Catherine dagegen fordert ihren John auf, sich für 4 Pennies in einer Pension einzumieten, wo er im Bett nicht gleich mit Haut und Haar gefressen würde. Mit den restlichen 2 Pennies macht sie sich auf die Suche nach einem weniger müden Mann und findet einen im Obdachlosenheim draußen in Mile End. John Kelly trifft sie am nächsten Morgen und nochmals gegen Abend. Ihr Zustand ist der einer streunenden, von allzu großem Liebeshunger struppig gewordenen Katze. »Sie werde nach Bermondsey gehen«, schwört sie ihm, »bei allen ihr vom Katechismus gebliebenen Propheten.« »Meine Tochter, verstehst du, die habe ich groß gefüttert und weiß der Teufel anständig erzogen, zu anständig, zu einer Bürgersfrau, half the way up to the bloody middle class. Und wenn sie sich noch eine Zündholzflamme lang an all das erinnert, was sie mir, mir allein zu verdanken hat, wird sie mir so viel Geld leihen, dass wir uns einen Kasten mit Strumpfbändern, Kämmen, Haarmaschen, Seifen, Pfeifenputzern und dem Nötigsten für die Liebe anschaffen, ein neues, nur noch lustiges Leben beginnen können.« Dann hört Kelly nur noch, dass sie wegen Trunkenheit arretiert wurde. Aber so ist sie nun mal. Wenn sie über Schwierigkeiten stolpert, fällt sie immer unter einen Mann. Und wo sie wieder auf die Beine kommt, gibt es billigen Fusel. Und wenn es billigen Fusel gibt, ist Catherine nahezu umsonst zu haben. Was hätte John Kelly sich auf dem Polizeiposten von den uniformierten Bezügern regelmäßiger Gehälter dumme Fragen stellen lassen sollen? Eine Nacht in der Zelle schadet ihr nicht. Im Gegenteil, anfänglich war sie dann sogar eine Zeit lang recht eigentlich zärtlich und bereute vieles, das ihr aber bereits am nächsten Tag wieder viel mehr Spaß machte, als die endgültig Bekehrte zu spielen. John Kelly sieht sie erst im Leichenhaus wieder. Mit Entsetzen stellt dort ein Konstabler fest, dass ein Stück blutverschmiertes Leder, das am Fundort noch um den Hals der Toten gebunden war, entweder versehentlich weggeschmissen wurde oder aus ebenso unerklärlicher Unachtsamkeit verloren gegangen ist.
Das Donnerwetter des zuständigen Dr. George Baxter Phillips ist noch nicht richtig ausgebrochen, als das fehlende Stück in einer möglichen Beweiskette, ein Leder zum Abziehen von Rasier- und anderen Messern, an der Golston Street wieder auftaucht. Constabler 254a findet das Objekt in einer Passage zwischen zwei Wohnhäusern und entdeckt gleichzeitig eine mit Kreide an die Hauswand geschriebene Meldung. Hat der Killer seinem Opfer das Leder um den Hals gebunden und das zum Malträtieren ihres Leibes benutzte Messer gar daran abgezogen? Jedenfalls, denkt der Konstabler, sind die Wörter fehlerhaft, doch will er die Orthographie lieber gebildeteren Leuten überlassen. Die Juden sind nicht die Leute, die für nichts bestraft werden. Sauber wie die Schrift eines gelehrigen Schülers steht die Botschaft an der steinernen Wand. Weg damit, ist Superintendent Arnolds erste Reaktion. Wenn die Presse erst einmal Wind von so einer Schmiererei bekommt, sagt der Mann von der Metropolitan Police, sobald etwas gegen die Juden vorliegen könnte, haben wir im Handumdrehen die größten Ausschreitungen. Ich schwör's, und ich weiß, wovon ich rede, wer Englisch ist, wartet doch nur darauf, den Kaftan und Ohrenzöpfen tragenden, sich in alle Geschäfte mischenden, irgendwie halt eben doch anderen Menschen die scheußlichen Morde in ihre schwarzen, einseitig abgetretenen Schuhe zu schieben. Sir Charles Warren, oberster Vorgesetzter Arnolds, ist der gleichen Meinung. Einer seiner vielleicht gar nicht so unklugen Untergebenen rät dennoch zum Zuwarten. Nach dem Morgengrauen, wenn genügend Licht in die Golston Street fällt, könnte ein Fotograf das Pamphlet zur späteren Aktenlegung auf seinen Platten festhalten. Warren aber malt wie Arnold, statt einer kindlichen Schrift und Wörtern, die sowohl nichts als auch ein Judenpogrom bedeuten können, den Teufel an die Wand. Ist die Polizei erst einmal da, ist sogleich das ganze Umfeld suspekt und die Schrift, ob fotografiert oder sonst wie festgehalten, wird zum Fingerzeig. Die Juden, selbst wenn im Wort aus was immer für Gründen mit der Schreibweise etwas nicht stimmt, sind die denkbar dankbarsten Sündenböcke. Dann eben nur die Juden auswischen, fällt einem, dem die Schrift wie ein Wegweiser zum Mörder erscheint, ein. Verdammt! Sir Charles Warren, offensichtlich und wieder sein Temperament entnervt, nimmt zum ersten Mal vor seinen Leuten die ihm zustehende Autorität buchstäblich in die Hand und verwischt, was vielleicht irgendwo und wenn auch falsch abgeschrieben worden ist, putzt mit dem Ellbogen nach, schafft aus der Welt, was ihm, der Stadt, dem ganzen Königreich doch bloß Widrigkeiten hätte verursachen können, denkt er. Von Menschen geschaffene Rätsel haben die unangenehme Eigenschaft, sich urplötzlich zu verselbstständigen und ein gefährliches Eigenleben zu führen, als denen, die ihnen auf Teufel komm raus nach dem Stachel, dem Giftzahn, dem reißenden Biss trachten, je lieb sein kann. Die Juden sind die Leute, die nicht für nichts bestraft werden, heißt vorsichtigerweise die Version der Metropolitan Police. Die Juden sind nicht die Leute, die für nichts bestraft werden, geht dagegen als andere Lesart in die Annalen der City Police ein. Wenn schon der Mörder nicht dingfest gemacht werden, wenn das Scheusal sich mit einer halben Niere des Opfers aus dem Staub, dem Mief und der unübersehbaren Polizeipräsenz machen kann, bleibt es den Jägern immerhin vergönnt, darüber zu streiten, ob die Juden die Leute oder nicht die Leute sind, die für nichts bestraft werden sollten. Laut und respektlos reagieren nicht nur die Eastender auf das wenig souveräne Gerangel um Zuständigkeiten. Die hilflosen internen Verlautbarungen sagen über die Fähigkeit der Sicherheitskräfte mehr aus als die spärlichen Meldungen aus den heiligen Hallen Scotland Yards. Was soll man denn von einer Polizei halten, deren Auftrag es ist, nicht bloß die gesetzestreuen Bürger zu beschützen, die ebenso erklärtermaßen für das Wohlergehen der Unterwelt, der ganz gewöhnlichen Diebe, Einbrecher und Mörder zu sorgen hat und versagt, kaum wird ein, wahrscheinlich ein Mr. Hyde, zum Reißwolf. Alle Prostituierten, die sich nach Mitternacht noch anbieten, schlägt einer der 100.000 verunsicherten Bürger vor, wer seinen Schoß nach einer rigoros einzuhaltenden Sperrstunde noch verkauft, wird entweder arretiert oder dahingehend informiert, ab sofort nicht mehr damit rechnen zu können, unter dem Schutz der Polizei zu stehen. Ausnahmen absolut ausgeschlossen. Das Gelächter über dieses Ansinnen erstickt bald einmal in den Hälsen unter den weit aufgerissenen Mäulern.
Wer so denkt, entrüsten sich Sir Henry und Sir Charles, wer die Daughters of Joy zum Freiwild erklärt, erlaubt, ob er nun will oder nicht, über kurz oder lang den nächsten Mord. Hure hin oder Hure her, die Polizei hat gefälligst dafür zu sorgen, dass wer sie beansprucht und auf sie angewiesen ist, die Frauen lebendig kaufen kann. Sir Charles verspricht, jeden irgendwie zur Verfügung stehenden oder abzukommandierenden Mann im East End einzusetzen, jede noch so ausgefallene, eigenwillige oder gar fragwürdige Fahndungsmethode nicht bloß zu erlauben, alles, was Erfolg versprechen könnte, auch vorbehaltlos und großzügig zu unterstützen. Zudem bevollmächtigt er den wohl fähigsten Mann im Vereinigten Königreich und übergibt ihm die Verantwortung für alles mit den Morden im Zusammenhang Stehende. Inspektor Frederick George Everline, 1843 in Dorset geboren, mit 20 Eintritt in den Polizeidienst, 1,77 Meter groß, dunkelbraunes Haar, hellbraune Augen, frischer, sauberer Teint. Als besondere Kennzeichen werden einzig seine Krampfadern unterhalb der Kniekehle am linken Bein angegeben. Wann und wo er seine Frau Emma geheiratet hat, ist nicht bekannt. Am 8. Februar 1888 wird er zum Inspektor erster Klasse, am 22. Dezember 1890 zum Oberinspektor ernannt. Während seiner ganzen Dienstzeit nie verletzt. Seine spätere Pension von etwas mehr als 206 Pfund Sterling liegt um einiges über dem Durchschnitt. Seine Umgangsformen außerordentlich korrekt. Sein Auftritt ganz und gar nicht autoritär. Eher ein einflussreicher, diskreter Mann aus der City, ein dezenter, erfolgreicher Anwalt, als ein mit allen Wassern gewaschener Polizist. Lange Jahre diente er als Inspektor in Whitechapel und bringt mit den dort gemachten Erfahrungen Voraussetzungen mit, die sich, wenn nicht schon heute, so dann bestimmt morgen auszahlen sollten. Welches Motiv, Mr. Eberlein, hat ein Mensch, dem ein Messer im Bauch einer Frau mehr Befriedigung verschafft als ein sexueller Akt? No answer. Auch Fragen haben sich den viktorianischen Gepflogenheiten unterzuordnen. Weshalb bringt ein Mensch einen anderen, zudem einen erbärmlichen, dem Mörder in keiner Art und Weise einen Nutzen bringenden Menschen um? Die Befriedigung seiner widernatürlichen Lust, sagt Eberlein. Weshalb aber tötet er nicht bloß? Weshalb verlängert er seine Wut über das tote Geschöpf in ein Messer und wühlt mit gierigen Fingern in Gedärm? Prostituierte sind sie alle, die Opfer. Verbrauchte Frauen, ihr Schoß kaum mehr einen Penny wert, die Schwelle des Armenhauses längst überschritten und einem natürlichen Tod viel näher als der Möglichkeit, das Opfer eines Verrückten zu werden. Tag für Tag und Nacht für Nacht sind die Leichenbestatter in Whitechapel, Stepney Bow und Bethnal Green mit ihren traurigen, von niemandem vermissten oder gar betrauerten Fuhren unterwegs. Weshalb denn nun dieses das ganze Land erschütternde Aufsehen? Den Mörder, wie das Volk, den Schlechter, das Monster, dem auch das letzte Restchen Scham abhanden gekommen sein muss. Im East End zwar, dort, wo das nächste Opfer unter den aus aller Welt ans Land gespülten Menschen erwartet wird, ist vorerst von Panik noch recht wenig zu verspüren. Menschen? Fragen die Privilegierten westlich vom Tower. Zum Strandgut werden die Einwanderer erst einmal deklariert. Mal zusehen, abwarten und einen Tee trinken. Wer tüchtig ist, setzt dich aus eigener Kraft aus dem East End ab. Die im Elend aber, die eine oder andere spät nachts nicht mehr unter den Mann gekommene Frau, wenn sie schwankend und allein den Heimweg antritt, fürchtet sich nicht. Auf der Türschwelle eines der unzähligen Purgatorien ruft eine den noch nicht müden zu: "Good night, I'll be the next for Jack." Im Westen dagegen machen einzig die Nachrichten aus den gefährlichen Niederungen das langweilige Einerlei von gebratenem Schinken, Toast und Ei erträglicher. Auch im Mittelpunkt des Empire will man den Kopf, das Herz und die Seele jenes Menschen, der die wildesten viktorianisch unterdrückten Gelüste vieler braver Bürger in einer Art auslebt, dass einem der Tee darob erkalten könnte. Das zweite Opfer der Nacht vom 30. September wird am 1. Oktober als Elizabeth Stride
identifiziert. Erste Zeugen kennen sie als Annie Fitzgerald, eine schwere Trinkerin, die jedes Mal, wenn sie amtlich ausgenüchtert werden soll, behauptet, sie sei keineswegs betrunken. Jeder einigermaßen intelligente Mensch sehe auf den ersten Blick, dass es sich bei ihrer Schwäche um einen Anfall epileptischer oder noch schlimmerer Art handeln müsse. Ein ähnlich unglaubwürdiger Pensionär aus der Flower and Dean Street erkennt sie im Leichenschauhaus und lacht lauthals heraus. That's Longleys. What the fucking hell does she look like? Ein glaubwürdigerer Zeuge ist Sven Olsen, Sakristan der schwedischen Kirche am Trinity Square. Ihr Mädchenname war Elisabeth Gustafsdotter. Am 27. November 1843 in Torslanda, nördlich von Göteborg, geboren. Ihr Vater Gustav Eriksson war Bauer auf dem Gut Stora Tumlehet. Ihre Mutter Beata Karlsdotter hatte nebst Elisabeth noch zwei Söhne und eine weitere Tochter geboren. Konfirmiert wurde Elisabeth im Frühjahr 1859. Ein Jahr später verließ sie die Schule und verdingte sich als Dienstmagd nach Göteborg. Im März 1865 registrierte sie die Göteborger Polizei erstmals als Prostituierte. Am 21. April desselben Jahres gebar sie ein totes Kind. Die Schwangerschaft und ihr Urheber, dem es ein leichtes war, sie zur Hure zu stempeln, trieben sie auf die Straße. Nach der Totgeburt wurde sie wegen übertragbarer Geschlechtskrankheit mehrmals hospitalisiert. Am 24. November, immer noch 1865, aber als gesund und für die Öffentlichkeit ungefährlich entlassen. Am 7. Februar 1866 bekam sie die Erlaubnis, in die schwedische Gemeinde nach London auszuwandern. In einem Begleitschreiben wurde ihr attestiert, recht gut lesen zu können, hingegen seien ihre Kenntnisse der Bibel und des Katechismus eher mangelhaft. In London wurde sie am 10. Juli 1866 registriert. Sie arbeitete in einer Familie beim Hyde Park. 1869 heiratete sie John Thomas Stride, einen Zimmermann aus Sheerness. Später behauptete sie, ihr Mann sei mit zwei ihrer neun Kinder beim Untergang der Princess Alice ertrunken und verlangte eine finanzielle Abfindung. Auf der Passagierliste existierte aber kein Stride. Und der einzige Vater, der mit zwei Kindern ertrank, war kein Zimmermann, sondern ein einwandfrei identifizierter Buchhalter. Ihre letzten zwei Jahre verbrachte Elisabeth mit einem gewissen Michael Kidney, einem Hafenarbeiter mit ebenfalls nicht ganz lupenreinem Leumund. Ab und zu versuchte sie sich noch als Näherin, doch verschwand sie immer wieder, um jenem Gewerbe nachzugehen, zu dem sie wohl einst gezwungen wurde. Zudem sie sich aber, hatte sie erst einmal einen ihrer berüchtigten Anfälle, als Longleys doch mehr hingezogen fühlte, als zu einem immer von Geldsorgen erschütterten, mehr oder weniger bürgerlichen Haushalt. Jack und ich. Spätherbst war es und letztes Jahrhundert, 1888. Victoria regierte über große Teile der Welt und London war Zentrum. Der Moral, wo nur die eine galt, waren keine Grenzen gesetzt. Seit 51 Jahren herrschte die gleiche Frau, war Königin und Albert ihr Mann. Als wäre wie 1882 das englische Gentlemen's Cricket Team, diesmal at Lord's, von den Australiern
oder gar farbigen und ganz gewöhnlichen bezahlten Playern aus den Kolonien erneut gedemütigt worden, wird die Welt rund um Buckingham, Westminster und Whitehall aus dem süßen Traum einer Pax Britannica gerissen. Zwar wurden bloß ein paar käufliche und womöglich geschlechtskranke Frauen aus ihrem unmoralischen, unnützen und das Sozialgefüge zerrütteten Leben gestochen. Dennoch finden immer mehr mit dem auf ewig festgefügten System Unzufriedene, es sei endlich an der Zeit, die selbstgerechte, der Monarchie den Speichel leckende Politik wie eine der Frauen ans Messer Jack the Rippers zu liefern. Sir Charles Warren wird öffentlich von Tag zu Tag lauter und fetter gedruckt zum Rücktritt aufgefordert. Dem Innenminister wird die Hölle ungemütlicher, als Jack sie den Frauen macht, eingeheizt. Unter Mr. George Lusk entsteht in Whitechapel eine mehr als nur aufmüpfige Bürgerwehr. Belohnung zur Ergreifung der Geißel vom East End werden, wenn auch mit der Gewissheit der wohl eher publizitätssüchtigen als moralisch entrüsteten Geldgeber, dem Täter sei ohnehin nicht beizukommen, ausgesetzt. Tausende fühlen sich von einem Aufruf angesprochen. Alle anständigen Frauen Londons sollen einen Brief an die Königin unterschreiben und die Monarchin als loyale und ihr ergebene Untertane bitten, der Sünde draußen im East End, weit ab von Buckingham, Westminster und Whitehall, mit dem Verbot der Prostitution ein Ende zu machen. Barnaby und Burgo, die erklärten Feinschmecker unter den besten Bluthunden des Königreichs, werden, wenn auch vorerst provisorisch, in den Dienst der Polizei genommen. Im Regent's Park beweisen die überaus anhänglichen und dem Menschen mehr als Freund denn als Feind zugetanen Tiere dennoch auch den kritischsten Zweiflern, was es mit ihrem unübertrefflichen Spürsinn auf sich hat. Einem Mann mit guten 15 Minuten Vorsprung schlagen sie nach einer Meile und diversen Winkelgängen und geplanten Irreführungen die Zähne in den gepolsterten Hosenboden. Nicht, dass Inspektor Eberlein der Presse, die die Hunde sogleich auf die Titelseiten bringt, konsequent misstraut. Aber er setzt mehr auf die Arbeit im Stillen, auf das Detail. Jeden Stein im sündigen Pflaster des East End lässt er umdrehen und hofft, der Zufall komme seinem Instinkt, dem unermüdlichen, hartnäckigen Hinhören, Hinsehen und Insistieren seiner Männer, früher oder später zu Hilfe. Und wer weiß schon, ob dem Ripper, diesem kaltschnäuzigen, respektlos risikofreudigen und wahrscheinlich überintelligenten Mörder, bei der pogromartigen Empörung, dem aufgestauten Zorn der Bevölkerung und ihrer Bereitschaft zum Lynchmord, das noch so mechanisch kaltschlagende Herz nicht doch in die Hosen zu rutschen beginnt. Bei der kleinsten Unachtsamkeit, bei jedem nicht zum Voraus einkalkulierten Fehlverhalten besteht die Möglichkeit, von den wachgerüttelten Eastendern entdeckt und von einem zum potenzierten Hund von Baskerville entrückten Mob, weit ärger als er es mit seinen Opfern trieb, malträtiert und bestimmt bei lebendigem Leibe aufgeschlitzt, ausgeweidet und buchstäblich in Stücke zerrissen zu werden. Vielleicht, sagt sich Eberlein, hat sich der vom dämonisch Bösen Gerittene aus Angst, selber zum Opfer zu werden, nach 4 öffentlichen Auftritten wieder in seine kleine, ganz private Hölle irgendwo außerhalb der Reichweite des Gesetzes zurückgezogen. Vielleicht hat er seine Hände vom Blut gesäubert und wieder die Maske des Ehrenmannes oder der unbescholtenen Frau über sein von Mordrausch und grenzenloser Angst gezeichnetes Gesicht gezogen. Am 16. Oktober jedoch bekommt George Lusk, Kopf der Whitechapel-Bürgerwehr, ein Paket zugestellt. From Hell steht als Absender deutlich lesbar neben der Adresse des Empfängers. George Lusk und seine Leute sind Frauen und Männer, denen es nicht in erster Linie um die Moral, an der es im East End ohnehin nicht allzu viel zu ändern gibt, denen es in erster Linie um die Sicherheit in jeder Art von Berufsausübung geht, und sie haben es sich zur Pflicht gemacht, der Abschlachtung weiterer, selbst noch so verkommener Frauen ein Ende, ein endgültiges zu bereiten. Ein seltsamer Geruch geht von dem befremdlichen Paket aus. Und sowohl der Postmann wie auch George Lusk ahnen, dass sich entweder jemand einen schlechten Witz oder aber sich eine der Stimmung in Whitechapel angemessene Scheußlichkeit ausgedacht hat. Eine tote Ratte ist es nicht, was dem engagierten, nicht so schnell zum Angsthasen zu machenden Mann entgegenstinkt. Mr. Lusk
steht im Begleitbrief. Sir, ich sende Ihnen hiermit die Hälfte jener Niere, die ich einer Hure aus dem Bauch schnitt und sie für Sie, ganz speziell für Sie, konservierte. Die andere Hälfte briet ich in der Pfanne und aß sie, ohne Reste übrig zu lassen, auf. Hat ausgezeichnet geschmeckt. Gelegentlich werde ich Ihnen noch das blutige Messer zukommen lassen. Es ist im Moment aber für weitere Frauen noch zu geeignet. Fangen Sie mich, falls Ihnen etwas an mir liegt, Mr. Lusk. Auch wenn sich die medizinischen Autoritäten anfänglich über die Echtheit der Niere eine wüste Kompetenzschlacht lieferten, die Niere eines Hundes, ein Scherz aus dem Seziersaal, nach einigem Hin und Her stimmte männiglich mit Dr. Openshaw, seines Zeichens pathologischer Konservator im Museum des altehrwürdigen London Hospital, überein. Es handelt sich zweifelsohne um die Niere einer alkoholgeschädigten, etwa 45-jährigen Frau. Dem Körper höchstwahrscheinlich postmortem vor mindestens 3 Wochen entnommen, dann in Spiritus Forte eingelegt. Dr. Sutton, ein bestandener Chirurg aus dem gleichen Spital draußen in Whitechapel, in unmittelbarer Nachbarschaft des Rippers, kommt zum gleichen Resultat. Weitere Briefe mit Jack the Rippers Unterschrift folgen. Doch die Authentizität wird einigermaßen begründet, angezweifelt. Trittbrettfahrer zu verschieden vom Nierenbrief, von dessen Orthographie und Dialektfärbung. Und als einer der Schreiber sich auch noch poetisch zu geben beginnt, sind sich die Graphologen und anderen Persönlichkeitsexperten nahezu alle darüber einig, dass die Kopie einer sorgfältigen Beamtenschrift trotz aller suspekten Unterzüge und egoistischer Schlenker nicht zu einem Massenmörder passt. Fragezeichen, Vermutungen, Zweifel und Überreaktionen, wohin Frederick George Eberleins Fäden reichen. Und auch Resignation. Dazu das unausgesprochene Eingeständnis, im gärenden Heuhaufen des East End die blutige Stecknadel nicht finden zu können. Noch werden außerdem von Jack keine Namen in Umlauf gebracht. Der Fantasie, den Gerüchtemachern scheinen Fesseln und Ketten jene Höhenflüge zu verunmöglichen, die später den Mörder quer durch alle Gesellschaftsschichten jagen sollten. Entweder, mutmaßt Eberlein, schlägt er bald wieder zu. Oder wir finden ihn in der Themse, ersäuft mit einem Strick um den Hals, am anderen Ende einen schweren Stein. Katzen, die niemand mehr durchfüttern will, die man aus dem Haus jagt, und sie kommen treu und anhänglich immer wieder zurück, entsorgt man so. Mörder, weiß Eberlein auch noch, sind anhängliche Menschen. Sie brauchen die Gesellschaft ihrer Opfer. Und dann, wenn sie ihre Blutrunst gestillt haben, schaffen sie sich, wenn wir sie nicht aus dem Verkehr ziehen, selber aus der Welt, die sie Mensch für Mensch zerstören zu müssen glauben. 8 kleine Huren, dichtete einer der vielen bekennenden Jacks. 8 kleine Huren, und keine wird den Himmel je erreichen. In Gladstone wird die erste ein Schnitt durch die Gurgel, mit einem Messer von allen Leiden barmherziger erlöst als je ein Weib zuvor. 7 kleine Huren leihen sich und ihre kranke Scham für wenig mehr als einen Schilling aus. Die eine tut's mit mir in Heneage Court, stöhnt vor Lust, verliert ihr ganzes Blut. 6 kleine Huren singen zitternd, aber noch mit heilem Bauch am Kirchentor. Wir leben noch. Die eine kommt dabei dem scharfen Messer Jacks zu nah und sinkt danach für immer auf die Knie. 5 kleine Huren schreiben jetzt der Königin. Die Polizei samt Warren Smith und Eberlein sei nichts mehr wert. Die eine trägt den Kopf zu hoch auf ihrem weißen Hals. Schon ist mein blankes Messer rot. 4 kleine Huren suchen Schutz bei Mr. Lusk. Ich hab jetzt leider keine Zeit, sagt der. Ich koch grad eine Niere gar. Die eine singt ein Lied von Mutters Grab und liegt am Morgen drauf, zerstückelt hier, entzweigeschnitten dort. 3 kleine Huren ertränken ihre Angst im Pöpp und keine wettet einen Penny mehr auf ihren nächsten Tag. Die eine wankt von Haus zu Haus, an ihrer Türe rasiert mein Messer tiefer, als ihr das Haar die Sünde deckt. 2 kleine Huren trinken sich die Leber wund, und hier ein Schnitt und dort ein Stich, die letzte bleibt allein und fällt wie eine reife Frucht als süßer Nachtisch auf meine Schlachtbank nieder.
Vier sind bis jetzt nach dem gleichen, kaum von Epigonen zu kopierenden Muster, dem einen Mörder zum Opfer geworden. Einem Mörder, den der günstige Moment mit einem schlagzeilenträchtigen Namen für die Ewigkeit unsterblich macht. Wenn die Leute um Eberlein das Gedicht auch eher auf die leichte statt auf die von einer Uniform geschützte Schulter nehmen, dem Rätsel raten um die Zahl der noch zu erwartenden Morde, gibt jede Zeile mehr Succurs, als jedem längst übermüdeten Konstabler lieb sein kann. Und wenn auch jeder, vom kleinsten Beamten bis hinauf zum Innenminister, wenn nicht gar bis zu Ihrer Majestät im weitläufigen Palast am Ende der Mall vehement das Gegenteil behauptet und strikte jede Erleichterung bestreiten würde, es ist dennoch wie eine Erlösung, als am Morgen des 9. Novembers die Nachricht vom 5. Opfer die Stadt London tatsächlich zum Irrenhaus macht. Der Tatort, Millers Court an der Dorset Street Nummer 26, ein paar hundert Meter von Hanbury Street, wo Dark Annie ihren Mörder getroffen hatte, entfernt. John McCarthy ist der Hausmeister. Und wer immer das bisschen Geld für die Miete besitzt, kann sich in dem mehr als nur verrufenen Haus bei ihm einen Unterschlupf erwerben. Nicht, dass John McCarthy ein Zuhälter, Hehler oder gar ein Mann mit zu langen Fingern ist. Er betreibt vorne an der Straße einen kleinen Handel mit Kerzen und ist vom anonymen Besitzer bezahlt, einen Blick auf Nummer 26 zu werfen und zum Besten zu schauen. Was an der Dorset Street seit langem alles bedeuten kann. Ein schönes Haus, ein anständiges, sauberes Haus mit einem vornehmen Salon zum Hof war die Nummer 26 einst. Dann aber geschahen in England und draußen in der Welt im großen Stil nicht minder entsetzliche Dinge als 1888 zwischen Tower und Mile End. Und die Betroffenen, Notleidenden, von Entbehrungen, Angst und Schrecken gezeichneten samt allen nutznießenden Mitläufern ließen sich von der Pax Britannica magnetisch angezogen, von der Themse kommend, erst einmal und auf alle Wunder der glückverheißenden Insel hoffend, im East End nieder. Machten aus ehrbaren Häusern Unterkünfte, vollgepferchte Obdächer, in denen die Bewohner oft von edlen Ideen besessen und tiefem Glauben beseelt, sich bald genug genötigt sahen, zum bloßen Überleben nach Hab und Gut auch die Ehre, die Sitte und die Moral zum Pfandleiher, wenig später endgültig auf einen der unzähligen Märkte zu tragen. Der Salon zum Hof ist längst vom großen Haus abgetrennt und hat einen eigenen Eingang. Alle kennen die Behausung bloß als Nummer 13. Miller's Court heißt die schmale Passage zur Tür der Nummer 13. Zwei Fenster gehen zum Hof. Sechs Häuser sind rundum ineinander verschachtelt. Mindestens zwei davon sind ausschließlich von Prostituierten bewohnt. In dem Haus unmittelbar gegenüber Millers Court ist eine Notschlafstelle mit 300 Betten untergebracht. Nacht für Nacht sind sie doppelt belegt. Ein ununterbrochenes Ein und Aus, ein ruheloses Hin und Her. Hier ein Schrei, ein Gelächter dort. Die Nacht dem Tag in jeder Hinsicht überlegen. Seit Februar bewohnt die im Vergleich mit der tristen Nachbarschaft äußerst attraktive Mary Jane oder auch Mary Ann Kelly die Nummer 13. 4 Schilling bezahlt sie wöchentlich. Anfänglich ist da auch noch Joseph Barnett, ein temporärer Lebensgefährte. Am 30. Oktober zieht er nach einem wüsten, handgreiflichen Streit in eine Pension in Bishopsgate. Mary Kelly hätte, sagt er später aus, eine gewisse im gleichen Gewerbe tätige Mrs. Harvey mit einquartiert, was ihm bei der sich verdoppelnden Kundschaft eindeutig über seine bereits zuvor strapazierte Toleranz gegangen sei. Dass bei seinem überstürzten Auszug ein Fenster in Brüche ging, dafür, findet er, hätte er sich, auch im Nachhinein, nicht mehr zu entschuldigen. Besagte Mrs. Harvey blieb aber bloß ein paar Tage und verlegte darauf ihren kommerziellen Beischlaf wieder in ihre frühere Pension. Joseph Barnett verspürte dennoch keine Lust mehr, in die Nummer 13 zurückzukommen. Mary Jane oder Mary Ann ist im dritten Monat schwanger. Ob Barnett der Vater ist? Nun ja, Möglichkeiten gibt es mehr als Betten rund um Millers Court.
Mary Kelly geht, nachdem sie ein paar Tage keinen Mann mehr sehen mag, das Geld aus und sieht sich gezwungen, in Oldgate und an der einschlägigen Lemon Street auf den Strich zu gehen. Über einen Monat schon schuldet sie die Miete, trinkt bedeutend mehr, als sie verträgt. Zudem macht ihr ihre Schwangerschaft physisch und psychisch zu schaffen. In ihrer letzten Nacht wird sie in mehreren Pubs an der Commercial Street gesehen, zuletzt im Ten Bells, gleich um die Ecke bei Christchurch, vis-à-vis dem ebenso unübersee- wie unüberschaubaren Spitalfields-Markt. Wahrscheinlich entscheidet sie sich im Ten Bells für einen Freier, denn kurz nach Mitternacht bringt sie einen Mann mit nach Hause. Mrs. Cox, eine weitere käufliche Dame von Millers Court, folgt den beiden aus Sicherheitsgründen bis zum Hoftor und sagt Gute Nacht. Mary ist schwer betrunken. Der Mann bei ihr dreht sich immer wieder von Mrs. Cox ab. Er ist untersetzt, eher etwas schäbig gekleidet, ein ganz und gar gewöhnlicher Freier. Auf dem Kopf einen Billycock, einen zylinderartigen Hut. Sein Gesicht wirkt eigenartig fleckig und ein mächtiger kupferroter Schnurrbart hängt ihm wie angeklebt über die Lippen. In der einen Hand trägt er eine Flasche, die aber auch eine Tasche hätte sein können. Nachdem der Mann die Türe zugeschlagen hat, öffnet sie Mary Ann noch einmal, ruft Mrs. Cox Gute Nacht zu und lallt, zuerst werde sie nun ein Lied, ein langes, langes Lied singen. Ein Veilchen, blau wie der unschuldige Himmel, pflückte ich von meiner Mutter Grab und war doch noch ein Kind, ein Mädchen keusch und fromm. Als Mrs. Cox eine Viertelstunde später wieder auf die Straße geht, singt Mary immer noch. Und auch als sie in Begleitung zu Millers Court zurückkommt, ist das Lied vom Veilchen auf Mutters Grab noch nicht zu Ende. Um 2:50 macht Mrs. Cox endgültig Feierabend. Es regnet. In Nummer 13 brennt kein Licht mehr. Im Hof ist es still geworden. Unmittelbar über Mary Kellys Nummer 13 in Nummer 20 haust Elizabeth Prater. Von ihrem Mann getrennt, auf andere Männer ebenso angewiesen wie nahezu alle Frauen im Hof. Von wenig zufriedenstellender Arbeit ermüdet, legt sie sich um 2:30 allein ins Bett, schläft noch in den Kleidern ein. Um 3:30, oder vielleicht war es schon 4, erwacht sie, weil ihre Katze eine Vase vom Tisch stößt. Gleichzeitig hört sie einen Schrei, der, als ob jemand daran erstickte, sogleich wieder verstummt. Eine Frauenstimme, zweifelsohne. Aber woher? Aus Nummer 13? Schreie jeden Ursprungs gehören zu Millers Court wie das Glas zum Schnaps. Würde man jedem nachgehen, man könnte weder arbeiten noch schlafen. Zudem wiederholt sich der zugegeben etwas ungewöhnliche Ruf nicht mehr. Und Elizabeth Prater schläft erneut ein. Um 5 steht sie auf und begibt sich sogleich zum Ten Bells Pub, wo sie ihren allmorgendlichen Schluck Rum trinkt und sich unter den Marktträgern nach einem Kunden umsieht. Millers Court ist noch nicht erwacht. Um exakt 11:15 vormittags schickt John McCarthy seinen Angestellten, einen gewissen Thomas Boyer, nach hinten zu Mary Kelly, um sie einmal mehr auf das Ausbleiben ihrer Miete aufmerksam zu machen. Boyer tut dies nicht das erste Mal. Er macht sich bereits auf das Gespött gefasst, auf das Gejammer, die wüsten Flüche, die Tränen und Mary Kellys Versuch, ihn zu ihrem Geliebten zu machen. Abgebrüht, wie sein Arbeitgeber mit den Jahren geworden ist, ist Thomas Boyer noch nicht. Vorsichtig klopft er an die Tür. Beim 2. Mal pocht er etwas lauter. Nach dem 3. Versuch tritt er einen Schritt zur Seite. Ist es doch auch schon vorgekommen, dass als erstes der Inhalt des Nachttopfes aus der Tür geflogen kam. Nichts geschieht. Thomas Boyer geht um die Hausecke zum zerbrochenen Fenster und schaut hinein. Thank you.
Jack und ich. Waren die Nächte, in denen die grauen, voll verstümmelten Frauenleichen in den Straßen Londons aufgefunden wurden, zumindest denen gnädig, die im Schlaf für ein paar Stunden der desillusionierenden Wirklichkeit entträumen konnten, waren die finsteren Ecken, Hinterhöfe, Passagen und Kellertreppen nur denen geheuer, die, wenn immer möglich, um offene Plätze und beleuchtete Straßen einen Bogen durchs Dunkle machten, bringt am Morgen des 9. November 1888 der Tag all das ans Licht, was jedem auch nur halbwegs anständigen Menschen Brechreiz und bodenlose Abscheu, ohnmächtigen Zorn, abgrundtiefe Angst und für den Rest seiner Nächte jene Träume verursacht, die beim Erwachen den ohnehin schon tristen, von einem allzu oft blutigen Überlebenskampf verstümmelten Alltag erst recht zum selbstmörderischen Albtraum werden lassen. Thomas Bowyer soll seiner Lebtag den ersten Blick durch zerbrochene Fenster hinein in Miller's Court Nummer 13 an der Dorset Street 26 nie mehr vergessen. Ein muslinener Vorhang verbirgt vorerst noch, was er später ein loderndes Höllenfeuer nennen wird. Mit der einen Hand schiebt er das Schamtuch zur Seite. Nicht das Bett sieht er als erstes, obschon das Bett das zentrale Möbelstück in Mary Kellys Arbeitszimmer ist. Der kleine, unbescholtene Angestellte aus dem Kerzenladen starrt auf den Tisch und kann weder die Augen schließen, noch ist es ihm möglich, den Kopf abzuwenden. Eine Ewigkeit scheinen ihm die Sekunden, bis er endlich von den wie zum Verkauf aufgelegten Fleischstücken lassen und sich übergeben kann. Grün im Gesicht, im Magen immer noch ein Krampf, nimmt er allen Mut zusammen und schaut, wie um sich zu vergewissern, nicht geträumt zu haben, noch einmal durchs Fenster und sieht auf dem Bett, was gestern noch Mary Ann oder Mary Jane Kelly war. Blut, groß wie die Pfützen im Hof, gerinnt auf den Boden. Taumelnd, wie Zeugen berichten, wankt Thomas Bowyer den Hauswänden entlang zurück zum Laden und versucht McCarthy in kaum verständlichen Sprachfetzen zu erklären, was er soeben drüben in Miller's Court in der Nummer 13 gesehen hat. John McCarthy glaubt, auch wenn er dem Gestammel kaum folgen kann, seinem Gehilfen aufs Wort. »Großer Gott, Thomas, du glaubst doch nicht etwa«, verschlägt es ihm die Stimme, packt Thomas Bowyer bei den Schultern, rüttelt ihn und sieht in den verstörten Augen, was er nicht glauben will und doch schon weiß. Hand in Hand laufen Bowyer und McCarthy wie zwei von unerklärlicher Angst verfolgte Kinder zurück zu Miller's Court. Thomas Bowyer weigert sich, noch einmal zum Fenster zu treten, und was John McCarthy sieht, ist auch für den Hausmeister mehr, als man ihm zumuten kann. »Jetzt, Thomas«, hört sein Angestellter ihn zum ersten Mal stottern. »Nimm deine Beine in die Hände und schau zu, dass die Polizei einfach kommt und keine Fragen stellt. Einfach kommt, hast du verstanden? Fleisch, sag ihnen, Mary Kelly sei nur noch rohes, blutendes Fleisch.« Thomas Bowyer starrt auf seine Hände, betrachtet seine Beine und sieht, wie aus dem Gesicht seines Bosses ein ungebleichtes Betttuch wird. Als hätte Jack the Rippers Messer ihm aus Mary Kellys Fenster das Rückgrat durchbohrt, schreit McCarthy, »Lauf!« Und während Thomas Bowyer seine Hände vergisst, seine Beine in Bewegung setzt und um die nächste Hausecke verschwindet, wagt John McCarthy noch einmal einen Blick durchs Fenster. Wie Weihnachtsdekorationen, wird er noch Jahre später seinen Kunden erzählen, wie Girlanden baumelten Mary Kellys Därme und was sonst noch daran hängen mochte durch das Zimmer meiner bedauernswerten Mieterin. Je mehr Kerzen der Kaufmann McCarthy absetzt, desto länger und grauslicher werden die Girlanden. Merry Christmas! Und die Kunden erzählen es weiter, Jack the Rippers Aura wächst wie die Dekorationen an der Mütze eines Karriereoffiziers. Weihnachten ist für all jene Geschichten, die sich so wunderschön erzählen lassen, nie zu einem abschließenden Punkt, wohl aber zu einem mysteriösen, die Nerven strapazierenden und das Geschäft grenzenlos ankurbelnden, wie ein Bischofsstab großzügig geschwungenen Fragezeichen führen, die weitaus beste Zeit. Ein Happy End? Die Bibel, weiß der gelegentliche Kirchgänger John McCarthy, kennt auch keines. Am 9. November 1888 aber ist es selbst dem mit den trübsten Wassern gewaschenen Hausmeister und Kerzenhändler an der Dorset Street Nummer 26 alles andere als weihnächtlich zumute. Menschenfleisch, das ist Menschenfleisch, denkt er noch und fällt, noch ehe Inspektor Beck und sein Konstabler von der Whitechapel Police Station das Schlimmste ahnend ventre à terre in Miller's Court einbiegen, in Ohnmacht. Respektvoll
Um ja nicht auch noch wie Squibby verdächtig zu werden, rappelt sich John McCarthy wieder auf, versucht gerade zu stehen, zeigt mit dem Daumen über seine Schulter zum zerbrochenen Fenster, schiebt wie zuvor schon Thomas Boyer mit der anderen Hand den Vorhang zur Seite. Inspektor Beck, weiß Gott, an einige zwischenmenschliche Auseinandersetzungen mit blutigem Ausgang gewöhnt, kann nach dem ersten Augenschein den Zustand der ersten Zeugen mehr als nur verstehen. Telegramme an alle höchsten Stellen, befiehlt er. Jack ist wieder da. Frederick George Eberline rückt seine Krawatte zurecht. Endlich, soll er gesagt haben. Andere wollen gesehen haben, wie er in die Hände spuckte. Bei so viel Blutvergießen muss der Täter, mag er noch so wie ein Fuchs davongeschlichen sein und sich in seine bis anhin unentdeckte Höhle verkrochen haben. Diesmal, frohlockt Eberline, kann er vor Burger und Barnaby seine Spur nicht verwischen. Niemand darf, bevor die zwei im Regent's Park und in den umliegenden Straßen zu absoluten Meistern erklärten Bluthunde ihre Nasen in die Überreste Mary Kellys gesteckt haben, den Tatort auch nur mit den Stiefelspitzen betreten. Diesmal werden keine Fehler gemacht. Diesmal werden die Hunde den Mann, der seinen Blutrausch mindestens 2 Stunden lang über seinem Opfer ausgelebt haben muss. Wenn's sein muss, werden Burger und Barnaby Jack the Ripper quer durch London und immer weiter, bis er erschöpft zusammenbricht, werden sie ihn jagen. Kaum wird Sir Charles Vaughan das Telegramm erhalten haben, schon werden Burger und Barnaby umringt von einer Hundertschaft des Spotts, des Mörders und des Hohns ganz Englands überdrüssige, auf Rache sinnende Polizisten den blutigen Fersen so lange folgen, bis der arme, geisteskranke Wicht sich in der letzten Ecke winselnd dem Gesetz und der gerechten Strafe überliefern wird. Sir Charles ist nicht erreichbar. Die Misserfolge der letzten Wochen und der vom Innenministerium über Scotland Yard zur Metropolitan Police reichende massive Einsatz jeder Art von Ellbogen ließen ihn am Tag vor den Ereignissen in Millers Court sein ab sofort in Kraft tretendes Rücktrittsschreiben überreichen. Und der Innenminister akzeptierte vorbehaltlos. Der ganze Polizeiapparat ist für Jack the Ripper im günstigsten Moment paralysiert. Die Bluthunde, von Verne noch nicht gekauft, stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Polizei hat die beiden Tiere für einen simplen Einbruch missbraucht. Und der zu Recht wütende Besitzer befürchtet, dass es für die einschlägige Unterwelt ein leichtes wäre, Burger und Barnaby mit einem vergifteten Köder aus dem Verkehr zu ziehen. Einen bestialischen Mörder oder aber einen anständigen Dieb zu verfolgen, sind 2 grundverschiedene Stiefel. Während Inspektor Eberline und seine Männer nur mehr lange Gesichter machen und höchstens ein missglücktes, suffisantes Upper-Class-Lächeln versuchen, rotten sich an der Dorset Street mehr und mehr aufgebrachte Menschen zusammen, verlangen den Kopf des Mörders und Zutritt zum Tatort. Sie wollen die Weihnachtsdekorationen zu Gesicht bekommen. Es ist zudem Lord Mayor's Day. Die Wohlhabenden aus der City, vereint mit Honoratioren, Brassbands, dekorierten Infanteristen, ruhmbedeckter Kavallerie und der weltbeherrschenden Marine, zeigen sich dem Volk, das ob so viel versammelter, ziviler und militärischer Macht gefälligst am Straßenrand zu stehen und denen, die das Empire schufen und jetzt sichern, begeistert zu applaudieren hat. Als der farbenprächtige, nach Pferdedung und großem Reichtum riechende Umzug sich der St. Paul's Cathedral nähert, stürmen aus der Fleet Street die Zeitungsjungen und schmettern ihre Schlagzeilen der als Volksfest inszenierten Intronisierung des jährlich wechselnden Bürgermeisters entgegen. Schlachtfest in Millers Court. Jack the Ripper grausamer denn je. Mary Kelly in Fleischstücke zerlegt auf dem Tisch. Die Polizei ohne Hunde auf den Hund gekommen. Burger und Barnaby außer Reichweite der Polizei. Eberline von Jack und Warren genarrt. Noch nie zuvor ist der zum Lord Mayor gekürte Mann so lächerlich und nebensächlich gemacht worden. Kein Kind, keine Frau, kein Mann interessiert sich mehr für das vollends zur Farce gewordene Zeremoniell. Sir James Whitehead hätte es irgendwo einen geeigneten Durchschlupf gegeben, er hätte sich wie einer frischer Tat ertappter und seiner Hose verlustig gegangener Ehebrecher aus dem Staub der Londoner Straßen gemacht. Nicht bloß hat ihm Jack the Ripper die Show gestohlen, auch die Autorität des Staates wird mit jeder Zeitungszeile tiefer untergraben. Polizisten werden öffentlich aufs Übelste beschimpft.
Ein Medizinstudent springt wie ein Affe einem Bobby auf den Rücken und beißt dem ratlosen Gesetzesdiener, als er den Verrückten abschütteln will, in den Daumen. Das Volk amüsiert sich köstlich. Statt mit Beifall wird die Parade mit Unrat überschüttet. Hätte das Fleisch der geschlachteten Mary Jane oder Mary Ann Kelly zur Verfügung gestanden, man hätte, behauptet ein Kenner der aufgebrachten Volksseele, dem Lord Mayor statt der Würde und Machtinsignien die Girlanden aus Miller's Court um den Hals gelegt und ihn, ein Vertrauter der Königin, als Jack the Ripper durchs East End gejagt. An der Dorset Street muss die Polizei vor einer zusehends wütenderen und zugleich volksfest gestimmten Menge mit einem dichten, geschlossenen Polizeikordon geschützt werden. Als die Meldung, die Bluthunde könnten wegen eines krassen Fehlverhaltens der Polizeioberen nicht eingesetzt werden, sich wie ein Lauffeuer ausbreitet, beginnt ein Mann zu bellen und noch nie zuvor stimmten so viele Menschen gemeinsam ein Hundegebell an. Zum Glück sind die Polizisten nicht bewaffnet. Jeder, erzählt Aberline später in seinem Club, jeder meiner Männer wäre meinem Schießbefehl gefolgt. Entnervt vom vergeblichen Warten auf Burger und Barnaby und von der hämisch verrückten Menge selber verrückt gemacht, lässt Superintendent Arnold um 2:30 Uhr nachmittags das kaputte Fenster in Miller's Court aus den Angeln heben. Auf Befehl Aberlines klettert Arnold mit ein paar seiner besten Männer hinein in die Nummer 13. Was sie antreffen, verschlägt allen die Sprache. Schriftlich halten sie fest: der Kopf mit einem einzigen Schnitt bis auf einen Fetzen Haut vom Körper getrennt. Draußen verstummt das Gebell. Der Rumpf vom Schambein bis zum Brustbein tiefklaffend aufgeschlitzt. Aberline for Jack, Jack for Aberline, skandiert der auf die Straße zurückgedrängte Mob. Jack for Aberline, Aberline for Jack. Beide Brüste mit präzisen Schnitten vom Körper entfernt und in die offenen Wunden tiefe Mulden ausgestochen. Jack for Downing Street, schreit eine Frau. 10, 12, 13, spottet eine andere. Miller's Court 13, Downing Street 10. Der rechte Arm wie die Brüste und der Kopf vom Rumpf geschnitten. Ein alter Mann nimmt seinen Hut vom Kopf und beginnt mit lauter Stimme das Vaterunser zu beten. Eine Faust schließt seinen Mund. Die Nase in mehrere Scheiben zerlegt, die Stirn aufgeschnitten und die Kopfhaut übers Gesicht gezogen. Eine Berufskollegin Marys beginnt das Lieblingslied der Ermordeten, das Lied von den Veilchen auf Mutters Grab zu singen. Das Gekreisch und Gekeif verebbt. Von den Oberschenkeln bis hinunter zu den Fersen, das Fleisch in Streifen von den Knochen geschnitten. Der Aufforderung eines Gentleman mit elegantem Stock, Zylinder und spitzem Bart nach Buckingham zu marschieren, kommt niemand nach. Fucking Aristocracy, schreien sie ihm nach, als er sich trotzdem entschließt, den Protestmarsch anzutreten. Leber, Niere und Milz entfernt, die Eingeweide mehrmals kreuz und quer an den Nägeln für die Wäscheleinen durch den Raum gehängt. Straßenmusikanten spielen einen langsamen, sehr traurigen englischen Walzer. Alle vom Körper und aus dem Körper geschnittenen, gestochenen, gezerrten und gegrabenen Teile Mary Kellys liegen portionenweise auf dem Tisch. Ein paar Frauen werfen ihre Kopftücher übers Gesicht, übernehmen mit ihren noch intakten Körpern die traurig wiegende Melodie, beklagen die Tote, tanzen einen Trauertanz. Der rechte Arm aus dem Ellbogengelenk gebrochen und so abgewinkelt, dass die Hand mit gespreizten Fingern tief in dem mit mehreren Schnitten geöffneten Magen steckt. Von fliegenden Händlern werden Süßigkeiten angeboten. Die Männer verspüren aufkommenden Durst. Langsam verzieht sich das um einen Augenschein geprellte Publikum in die umliegenden Kneipen. Aber es ist immer noch Lord Mayor's Day. Sir James Whitehead findet allmählich zu seiner Würde zurück. Und während die Reichsten sich einen Abend lang mit der Königin an einen Tisch setzen, die Reichen sich mit dem Mittelstand eine Nacht lang verbrüdern, vergnügt sich das Volk in den Pubs. Und solange er nicht gefasst wird, ein Unbekannter bleibt, ist Jack the Ripper und ging es auch bloß darum, die Obrigkeit zu verspotten, einer von ihnen. Im Whitehorse on the Roman Road vertont ein Pianist das Gedicht von den 8 kleinen Huren. Eine alternde Soubrette singt zaghaft mit und bald schunkeln die Eastender im Takt der mitreißenden, ohrenbetörend schönen Melodie zu den grauslich wahren Wörtern.
Die Netzhaut, erinnert sich Eberlein. Die Netzhaut. Wie ein schon halber trunkener Schiffbrüchiger seine alarmenden Arme ein letztes Mal in die Wellen wirft und mit steifen Fingern nach einer einzelnen im Ozean treibenden Planke greift, klammert sich der bisher so souveräne, nichts überstürzende und umso berechnender denkende Inspektor an eine Theorie, die Jules Verne in seiner Erzählung Le Frère Knapp wohl eher zur Belustigung seiner Leserschaft als zur Aufklärung eines scheußlichen Verbrechens entwarf. Bei einem gewaltsamen Tod, schrieb der für seine in 80 Tagen um die Welt berühmt gewordene Autor, wird ein Mensch Opfer eines Unfalls oder Mordes, wird das letzte von ihm wahrgenommene Bild auf seiner Netzhaut wie auf einer in der Fotografie verwendeten lichtempfindlichen Platte festgehalten. Wenn Vaughan ihn schon so kläglich im Stich gelassen hat, kann, wer weiß, was in dieser sich immer verrückter drehenden Welt nicht noch alles möglich wird, der Mörder vielleicht mit dieser... Ja, sagt George Frederick Eberlein, auch mir ist die Methode suspekt. Aber wenn der Mörder nicht gefunden wird, muss ich mich als Frau verkleiden und beten, er mache mich zum sechsten Opfer. Immerhin eigenartigerweise hat Jack diesmal die Augen seines Opfers in keiner Art und Weise behelligt. Offen, weit aufgerissen, als hätte Mary Kelly den Teufel leibhaftig auf ihre Netzhaut bannen wollen, kommen die Augen unter der in Fetzen übers Gesicht gezogenen Stirnhaut zum Vorschein. Ein Fotograf wird herbestellt. Einer, dem Eberlein vertrauen kann. Einer, der sich an Abmachungen hält und sich nicht um die nächste Ecke verdrückt und seine Arbeit der lüstern auf ihn wartenden Presse verkauft. Von beiden Augen werden je drei Aufnahmen gemacht. Eine mit einem gebündelten Lichtstrahl auf die Netzhaut. Eine zweite ebenfalls mit viel Licht und einem kurzen elektrischen Stoß auf den Augennerv. Ein drittes Bild wird ohne Licht, aber ebenfalls mit elektrisch schockiertem Nerv geschossen. Die Öffnungszeiten des Objektivs wurden zuvor und unter Ausschluss der Öffentlichkeit so wissenschaftlich wie möglich berechnet. Die Bilder werden der Öffentlichkeit zuerst vorenthalten und später, als sich vermehrtes Interesse regt, bleiben sie unauffindbar. Wahrscheinlich war das Ganze, immer auch ein bisschen mystisch angehauchte Prozedere, ein einziger großer Hokuspokus. Und Inspektor Eberlein, um nicht in den Verruf eines Fantasten, kriminalistischen Quacksalbers und Indizien-Scharlatans zu geraten, ließ das Material vorsorglich verschwinden. Andere dagegen wollen wissen, die Bilder hätten mit aller Deutlichkeit einen Mann ans Licht gebracht, der als Jack the Ripper nicht nur die Monarchie, sondern das ganze Königreich in Frage gestellt und unweigerlich den definitiven Untergang des Empires eingeleitet hätte. Der Duke of Clarence, ein Neffe und sehr enger Vertrauter Queen Victorias. Humbug über noch mehr Humbug. Dennoch, zwischen einem gewissen Montague Druid, den schlussendlich die meisten Verdachtsmomente zum mutmaßlichen Mörder einkreisten, und dem königlichen Neffen gab es eine verblüffende Ähnlichkeit. Nach dem Massaker in Miller's Court ersäuft sich Druid. Eberlein hatte den Selbstmord mit einer hellseherischen Meisterleistung im Club schon angedeutet gehabt. Mit schweren Gewichten in den Taschen und zusammengebundenen Beinen ersäuft er sich wie eine Katze in der Themse. Inspektor George Frederick Eberlein muss, will er nicht über Nacht wie Sir Charles Vaughan ohne Uniformhosen auf der Straße stehen, sich zu Jack the Ripper etwas anderes, ganz anderes, einfallen lassen. Jack und ich. Hätte Jack
Als die große Victoria wegen ihres längst verstorbenen Albert, Prinzen und geliebten Mannes, ihr Reich immer noch hartnäckig mit Trauerflor verdüsterte, hätte Jack the Ripper, Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes und Mary Kelly anno 1888 nicht umgebracht. Er hätte wie Sherlock Holmes und Dorian Gray von Sir Arthur Conan Doyle oder Oscar Wilde erfunden werden müssen. Detective Steve White aber hatte ihn gesehen. 5 Nächte schon waren er und andere Polizisten in der dunklen Passage hinter der Whitechapel Road auf ihren Posten, als ein Mann in den Lichtkegel seiner Lampe trat und er sogleich das ungute Polizistengefühl nicht mehr los wurde, etwas Finsteres, Unheimliches gehe von der vorüberhuschenden Gestalt aus. 5 Fuß und 10 Zoll, schätzte White den Mann. Und wenn auch etwas schäbig, billig war seine Kleidung nicht. Bessere Zeiten musste der Mann wohl schon gesehen haben. Aber Männer, denen das ausgehende Jahrhundert unverhofft einen widerlichen Knüppel zwischen die Füße warf, gab es im Londoner East End vielleicht gar noch ein bisschen zahlreicher als anderswo. Lang und schmal sein Gesicht, eine auffallend gerade, über den Flügeln elegant geschwungene Nase, die Lider und Brauen die einer aparten Frau, das Haar schwarz, die Gesichtsfarbe aschfahl, die Haut einem abgestandenen Brotteig nicht unähnlich. Der ganze Mann eine ungewöhnliche, befremdende und, wäre weit nicht Polizist genug gewesen, eine beängstigende Erscheinung. Extrem stechend der Blick. Wie 2 aus der Dunkelheit auftauchende Glühwürmchen leuchteten seine Augen und schienen den Betrachter zu blenden. Trotz hängenden Schultern, leicht gebeugtem Rücken und schleppendem Gang wirkte der Mann jung, 30, höchstens 35. Schneeweiße Hände. Lange, spitz wie Krallen auslaufende Finger. Auf unüblichen Gummisohlen kam er geräuschlos aus der Passage geeilt. Kurz nacheinander, als befände er sich auf der Flucht, 2 Blicke zurück. Unzählige Männer aber eilten nach abrupter Befriedigung aus dem Bannkreis jener Frauen, denen sie einmal verfallen, angewidert entflohen, um sie oft schon andern Abends wieder aufzusuchen. Verdächtig machte der Ekel vor sich selbst noch keinen Mann. Die Intuition, dies könnte der Mann sein, den ganz London mehr als je zuvor einen anderen Verbrecher suchte, stellte sich unmissverständlich ein. Aber da waren auch die Skrupel und die Befürchtungen, ein weiterer Fehler könnte dem gesamten Polizeiapparat mehr schaden, als dem Staat zur Zeit der ausbleibenden Erfolge dienlich war. Ein paar Schritte von Steve White entfernt, stolperte der Mann über einen losen Pflasterstein und der Detektiv nahm die Gelegenheit wahr, mit einem miserables Pflaster die Augen des anderen auf sich gerichtet zu bekommen. Unerwartet brüsk und in äußerst aggressiver Abwehrhaltung drehte sich der Mann zum Polizisten um, blitzte ihn böse an, sagte, ja, und kalt ist es auch und gute Nacht. Die Stimme entsprach weder dem Aussehen noch der Haltung des Mannes. Musikalisch, sagte Detective White, melancholisch, meilenweit entfernt vom rauen Cockney des East End. Kaum hatte sich Steve White zu Ende gewundert, kaum war der Mann in die Dunkelheit abgetaucht, hörte der Polizist einen anderen Konstabler entsetzt »What's that?« schreien. Er war auf die Leiche Catherine Eddowes gestoßen, die sich nachts um 12:30 mit einem »Dann schlaft eben alleine, ihr Schlappschwänze« vom Polizeirevier in Bishopsgate verabschiedet hatte. Wie der Mörder mit seinem Opfer die Passage unter den Augen mehrerer Polizisten hatte betreten können, blieb ein Rätsel. Nachforschungen ergaben, dass das Paar sich in keinem der umliegenden Häuser aufgehalten hatte. White rannte nach dem Aufschrei seines Kameraden in die Richtung, in die der Mann mit den Glühwurmaugen verschwunden war, rannte ins Leere und Jack the Ripper, zwar exakt signalisiert, blieb für immer unerkannt. Und aus dem breiten Weg, auf dem sich vorerst ein paar Vermutungen in Bewegung setzten, wurde bald eine Straße, auf der sich fast über Nacht alle tummelten, die den aufgeschlitzten Frauen, solange das Königreich unter viktorianischer Sitte, Enthaltsamkeit und Zucht unverhohlen nach unmoralischen Geschehnissen, nackter Haut und sündigem Fleisch lechzte, keine Ruhe gönnten. Bloß ein Phantom hatte der Unhold zu bleiben.
Denn hoben sich die christlich gerümpften Nasen bürgerlicher Kirchgänger Sonntagmorgen, Moral- und Sittenapostel zur hellen Freude aller Verleger, Schreiber, Leser, und haben sie schon gehört, Frau McIntosh, Mr. Miller und eure Ehren, noch so himmelhoch von ihren Opfern ab, einmal gefasst, verurteilt, eingesperrt und der Spucke ehrenhafterer Mitgefangener ausgesetzt, würde auch jener Frauenmörder vergessen, der der Welt, als hätte sie nicht ohnehin schon zu schnaufen genug, monatelang auf die Atemwege geschlagen hatte. Eine Chaussee der Verdächtigungen wurde angelegt. Ein lüsterner Boulevard, vom Schreiber hinüber zum Leser, vom Extrablatt zur letzten Wahrheit, vom Pamphlet zu Jack the Rippers Tagebuch. Dr. Stanley, Arzt und von seinem Erfinder zum renommierten Krebsforscher gemacht, stimmte mit der einzigen glaubwürdigen Beschreibung Jack the Rippers von allem Anfang an nicht überein. Erst 1929 wurde er in einem Buch über die Geheimnisse rund um die mysteriösen Geschehnisse im Herbst 1888 zum Mörder gemacht. Danach hatte Dr. Stanley nicht nur sehr früh seine Frau verloren, er musste zusätzlich einsehen, dass sein Leben für die von ihm vorangetriebenen Forschungen nicht ausreichen würde. Also setzte er seine Hoffnungen in seinen einzigen Sohn Herbert, überhäufte ihn mit aller Liebe, die ihm nach dem Tod der verehrten Gattin ungeteilt zur Verfügung stand, und als der Heranwachsende sich auch noch für den Beruf seines Vaters entschloss, sah dieser sein Lebenswerk in familiärer Kontinuität gesichert. Herbert Stanley aber traf 1886 Mary Ann oder Mary Jane Kelly, verfiel der Frau aus einer ganz und gar anderen Welt, verbrachte mit ihr eine Woche im liederlichen Paris, wurde geschlechtskrank und starb 2 Jahre später an Syphilis. Der Vater, um alles geprellt, worauf er gesetzt hatte, schwört blutige Rache und reist, nachdem er unter den Legionen von Huren die Schuldige am Tod seines Sohnes gefunden hat, als unsteter Mensch durch die Welt, lässt sich schlussendlich in Buenos Aires nieder und beichtet auf dem Sterbebett nach den an sich Unschuldigen Polly, Annie, Elizabeth und Catherine, Mary Ann oder Mary Jane Kellys satanischen Unterleib zur Weihnachtsdekoration kreuz und quer durch Miller's Court Nummer 13 verarbeitet zu haben. Wenn dies auch keine Geschichte für unter den grünblättrigen Tannenbaum war, kam sie doch viel zu abgerundet daher, um nach allen Berichten der trotz Misserfolge umtriebigen Polizei auch nur der Spur nach den Tatsachen zu entsprechen. Zudem, die Syphilis als Geschlechtskrankheit war zwar im ausgehenden 19. Jahrhundert bereits bekannt und über 50.000 Menschen waren allein im London Hospital draußen in Whitechapel anonym behandelt worden. Der Krankheitserreger, den der legendäre Dr. Stanley bereits vor 1888 gekannt haben soll, wurde erst 1905 entdeckt. Und Dr. George Baxter Phillips, der oft mit Geschlechtskrankheiten konfrontierte zuständige Arzt für Jacks Opfer, hatte medizinisch einwandfrei nachgewiesen, dass zumindest Mary Kelly keine Syphilitikerin war. Und was war mit George Chapman? Abgesehen davon, dass er in Wirklichkeit Severin Antoniowitsch Klosowski hieß, am 14. Dezember 1865 im polnischen Dörfchen Nargonak geboren wurde, in der Medizin scheiterte, als Feldscher tätig war, 1888 nach London kam, an der Whitechapel High Street als Haar- und Bartschneider arbeitete, im Westend sein Glück mit einem eigenen Salon versuchte, wieder scheiterte, auch mal nach Amerika auswanderte, wo während seines Aufenthalts in New Jersey Frauen in ähnlicher Manier wie im Londoner East End umgebracht wurden, nach seiner Rückkehr 3 Gefährtinnen vergiftete und am 7. April 1903 im Wandsworth-Gefängnis gehängt wurde, passt auch seine vermutete Identität mit Jack the Ripper besser zwischen 2 Buchdeckel als in Gerichtsprotokolle. Gift und Messer sind, wenn es darum geht, eine Frau zu beseitigen, zu grundverschieden. Das Messer ist das Werkzeug eines Mörders, der bei seiner Tat jene Wollust erleben will, die ihm beim Geschlechtsakt vorenthalten bleibt. Der polnische Feldscher war ein kalter, berechnender Giftmörder, der im zu Tode verzerrten Gesicht seiner Opfer eine ganz andere Lust verspürte. Gift war Jack the Rippers Waffe nicht. Und Mörder, sagt man, kennen keine Variationen.
und die Zeit war viktorianisch. Gefallene Frauen waren für die nach Maßstäben jenseits aller Lüste sich selbst zelebrierende Gesellschaft verdorbene Fische. Zwar ging es nicht an, die für die männliche Allgemeinheit zur Gefahr Nummer eins verteufelten Frauen auch gleich abzuschlachten. Aber zu sehr deckten diese, die Alltäglichkeit sprengenden Morde, jene dunklen Stellen im lichten Königreich auf, die sich wie leicht zu unwürdigen Schandflecken hätten ausweiten können. Also musste der Täter ein geistig Verwirrter sein. Einer, der einmal aus dem Irrenhaus ausgebrochen, vom religiösen Wahn besessen war, die Sünde auszurotten, das Böse zur Frau zu machen und diese auf einem blutüberströmten Altar zu opfern. Genauso einer musste Jack the Ripper gewesen sein. Montague John Druids Lebenslauf hätte verblüffend gut in dieses Muster gepasst. Sohn eines angesehenen Arztes aus Dorset, ein brillanter Schüler, mit einem von der Schulleitung nicht erkannten Hang zur Schauspielerei, an Geschichte interessiert, Verehrer Frankreichs und dessen Republik, überzeugter Protestant, Bewunderer Bismarcks, besessen von der Idee, eine moralischere Gesellschaft verwirklichen zu können. Stets modisch gekleidet, störte es ihn keineswegs, als Dandy bezeichnet zu werden. Englischer Sportsmann durch und durch, spielte er Cricket und Fives. 85 Jahre nach den Morden im East End konnte die Fachzeitschrift The Cricketer anhand von Matchprotokollen übrigens nachweisen, dass Montague Druid an den Tagen nach den Nächten, in denen Polly Nichols und Annie Chapman ermordet worden waren, in Blackheath, bloß 6 Meilen von den Tatorten entfernt, aktiv dem Spiel der Engländer gefrönt hatte. Als ausgezeichneter Oxford-Abgänger stand er am Anfang einer steilen Karriere als Rechtsanwalt. Als aber sein Vater starb, stellte sich bei der Testamentseröffnung heraus, dass Montague in der Reihe der erbenden 7 Kinder ans Ende gesetzt worden war. Ohne namhafte Privateinkünfte war seine juristische Laufbahn sogleich mehr als nur in Frage gestellt. Ein paar Semester Medizin halfen nicht über die Enttäuschung hinweg. Um sich finanziell einigermaßen über Wasser zu halten und weiterhin als Gentleman Cricket spielen zu können, begann er an einer Privatschule in Blackheath zu unterrichten und schien als Lehrer nicht untalentiert gewesen zu sein. Doch 1888, im Jahr des Jack the Ripper, nahm auch diese Karriere ein abruptes Ende. Nicht unter Kontrolle gebrachte homosexuelle Neigungen, mutmaßten die einen. Aus der Verschwiegenheit der angesehenen Schule sickerte aber auch durch, seine zunehmend manische Überzeugung, geisteskrank zu sein, hätte zu der auf gegenseitiger Vereinbarung beruhenden Entlassung geführt. Psychische Umnachtung war in der Familie der Druids nicht unbekannt. Die Mutter starb 1890 nach mehr als 2-jährigem Aufenthalt in einem Spital für Geisteskranke. Einige seiner Geschwister schienen längst überzeugt gewesen zu sein, ihr vom Vater um Erbe und Karriere betrogener Bruder sei in den paar Monaten, bevor er sich anfangs Dezember mit schweren Steinen in den Taschen in die Themse stürzte, zu Jack the Ripper geworden. Am 31. Dezember wurde in der Nähe von Chiswick eine Wasserleiche geborgen. Die Beschreibung des Polizisten Steve White hätte auf keinen besser zugetroffen als auf Montague John Druid. Ein paar Jahre später vernahm der Porträtmaler Walter Sickert, ein angeblicher Freund des letzten Mordopfers Mary Jane, von seiner Wohnungsvermieterin, sein Vorgänger sei niemand anderes als Jack the Ripper gewesen. Etwas mit Medizin hätte der Junge zwar ein bisschen zu exzentrische, aber umso korrekter englisch erzogene Mann zu tun gehabt. Schwindsüchtig sei er auch gewesen, was ihn aber nicht daran gehindert hätte, Nacht für Nacht auszugehen und erst gegen Morgen wieder nach Hause zu kommen, dort für 1 bis 2 Stunden einer Beschäftigung nachzugehen, die ihn veranlasst habe, ständig im Zimmer auf und ab zu gehen. Sobald die erste Morgenzeitung auf der Straße zum Verkauf angeboten worden sei, habe sich der Untermieter leise die Treppen hinuntergemacht, habe sich ein Exemplar gekauft, sei ebenso unauffällig zurückgekommen und habe sich schlafen gelegt.
Wollte ihn der Landlord zum Frühstück rufen, hätte er mehrmals festgestellt, dass der Anzug, den der Mieter auf seinem nächtlichen Streifzug getragen hatte, im Kamin verbrannt worden war. Dass dies immer dann geschah, wenn einer der massakrierten käuflichen Damen gefunden worden war, ließ die Vermieter vermuten, sie hätten mit niemand anderem als mit Jack the Ripper ihr Zubrot verdient. Aus Angst, die Mordlust des Untermieters könnte sich gegen sie entladen, vermieden sie vorerst den Gang zur Polizei, und als sie sich endlich doch entschlossen, den Mann anzuzeigen, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und der mögliche Massenmörder verabschiedete sich aus London, zog zu Familienangehörigen nach Bournemouth, wo er bald darauf unter nie ganz geklärten Umständen verstorben sei. Zu gewöhnliche Geschichten. Auf wesentlich mehr Interesse stießen die Meldungen über die Art und Weise, wie sich der Mörder den Frauen wohl genähert haben musste, die in ihrem speziellen Umgang mit Männern ein mehr als bloß gerüttelt Maß an Erfahrung hatten und auf jede wie auch immer geartete Gewalt mit einer individuellen, strikte geheim gehaltenen Gegenwehr zu antworten wussten. Zum ersten Mal, zum nackten Entsetzen aller Moralisten und zur geheimen Freude aller, vernahmen die Briten mehr über die gang und gäben Praktiken im Hurengewerbe. Die meisten von den Männern erkauften Befriedigungen würden in Ermangelung bequemerer Örtlichkeiten stehend abgewickelt. Dass die leichten Frauen mehrere bis auf die Knöchel reichende Unterröcke trugen, diese zur Ausübung ihres Berufes zu dicken Wülsten über ihren Bauch hochheben mussten, was die Annäherung des Mannes statt erleichterte zweifellos wesentlich erschwerte, versetzte das Königreich in ein nicht mehr zu verheimlichendes Staunen. Eine Frau, die sich nach vielen Jahren Straßenarbeit als Aufseherin in ein Haus für bessergestellte Kunden zurückziehen konnte, gestand, dass sie bei den Tausenden von sogenannten Kopulationen nur gerade dreimal den Mann nicht mit ihren geschickt zusammengepressten Oberschenkeln habe täuschen können. Zehntausende von Männern mussten, ohne damit an die Öffentlichkeit treten zu können, sich elendiglich betrogen vorgekommen sein, als im Milieu ein wohlweisliches, von schadenfreudigem Lachen begleitetes Nicken die Runde machte. Noch größer war das zuerst entsetzte, dann nur mehr lüsterne Erstaunen, als die Neigung vieler Männer, sich den Frauen nicht von vorne zu nähern, bekannt wurde. Je tierischer die Freier es wünschten, gaben sich die Frauen lakonisch, desto geringer die Gefahr einer Schwangerschaft. Als immer mehr Berufsgeheimnisse ausgeplaudert und gedruckt wurden und bis zur stirnrunzelnden Königin vordrangen, heuchelten die Zeitungsverleger, es ginge ihnen keineswegs darum, die Leserschaft mit Berichten unterhalb des Nabels zu ködern. Tatsache sei, dass der Mörder im Schutz der unzähligen Röcke und Petticoats weit weniger vom Blut seiner Opfer besudelt worden sei, als zu seiner Auffindung und Verhaftung nötig gewesen wäre. Dies bis ins letzte Detail der verehrten Leserschaft offenkundig zu machen, sei die, sorry, verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Presse. England, London und dort ganz besonders das East End waren bekannt für allerlei Umtriebe internationaler Anarchisten. Und nicht wenige im Exil lebende Russen agierten in den einschlägigen Lokalitäten an der Jubilee Street gegen das zaristisch-despotische Regime. Dass aber der Geheimdienst des Zaren einen gewissen Dr. Petatschenko nach London beordert hätte, um dort mit möglichst blutigen Morden das Polizeisystem in Aufruhr zu bringen und den Verdacht auf die russischen Aufwiegler zu lenken, wollte keine Auflagen mehr steigern. Und seine königliche Hoheit, Prinz Albert Victor, Eddie, Duke of Clarence, der älteste Sohn des späteren Königs Edward VII., seinerseits Sohn der Victoria? Mag sein, dass die Spekulationen um den psychisch angeschlagenen jungen Mann der damaligen Presse ein zu heißes Eisen waren. Mag auch sein, dass unter dem Einfluss des schwindenden Respekts vor königlich Geborenen die Versuchung heute größer geworden ist, sich den Unnahbaren von unter der Gürtellinie her zu nähern und sie nach geschlagener Schlammschlacht nackter als Rugbyspieler unter der Dusche draußen im abgetretenen Rasen ihrer bröckelnden Schlösser stehen zu lassen. Fernsehfilme,
in denen Kutschen mit königlichem Emblem durch den berüchtigten Londoner Nebel in die düsteren Straßen des East End einbiegen, bringen im Zeitalter der Demontage königlicher Werte und allein entscheidender Einschaltquoten mehr ein, als wenn ein hoffnungsvoller Nobody nach ein paar derben Enttäuschungen den Lebensmut selbst über das Blut abscheulich umgebrachter Frauen nicht mehr wiederfinden kann. Ob nun der sehr wahrscheinlich während einer Reise zu den westindischen Inseln an Syphilis erkrankte königliche Eddie, sein homosexueller Freund James Kenneth Stephen oder der seit 1887 nach einem Hirnschlag zeitweise erinnerungslose Hofarzt Sir William Gull, der Morde in Whitechapel verdächtigt wurden, ob der Prinz im Atelier des Malers Walter Sickert die Tabakverkäuferin Annie Elizabeth Crook kennenlernte, sich in sie verliebte, sie sogar ehelichte und dabei Sickert und seine Freundin Mary Ann oder Mary Jane Kelly als Trauzeuge bestellte, ob die Tochter Annie Crooks tatsächlich königliches Blut war und Mary Ann oder Mary Jane Kelly zusammen mit Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride und Catherine Eddowes den Hof mit diesem streng gehüteten Geheimnis zu erpressen versuchte, ob der temporär geistesabwesende Sir William Gull damit beauftragt wurde, diese Gefahren für das Königreich aus der Welt zu schaffen, ob auch noch ein jüdischer Schächter, der davon besessen war, das religiöse Schlachtritual nächtens auf beschmutzte Frauen ausdehnen zu müssen, beigezogen wurde. Im Spätherbst 1888, daran gab und gibt es nichts herumzudeuten, wurden im überbevölkerten East End zweifelsohne 5 Frauen blutiger umgebracht, als ihr Ableben mit Druckerschwärze zu beschreiben war. Mehrmals wöchentlich werden heute in London gut besuchte historische Spaziergänge zu den Tatorten angeboten. Gleichzeitig ist es möglich, ebenso historisch den Spuren Sherlock Holmes zu folgen. Und die wenigsten Teilnehmer hören hin, wenn der Führer beiläufig erwähnt, der berühmteste aller Detektive habe nie existiert, sei der Fantasie eines Dichters entsprungen. Drum hätte 1888 die dank rotierenden Druckwalzen schneller gewordene Presse den unbekannten Mörder nicht mit der genialen Schlagzeile Jack the Ripper verewigt? Der Mann und seine 5 Opfer hätten, wie Sherlock Holmes oder Dorian Gray von Sir Arthur Conan Doyle oder Oscar Wilde, erfunden werden müssen. Oscar Wilde? War da nicht auch noch die Geschichte mit dem Maler Frank Miles, einem Freund des großen englischen Dichters? Und hatte denn Dorian Gray, der Held des gleichnamigen Romans, den Maler Basil Hallward nicht auch mit einem Messer umgebracht?